Und damit begrüße ich euch zur heutigen Folge des Podcasts. Ja, mit dabei habe ich natürlich wieder den Daniel, den Marcel und den Michi. Ihr könnt was sagen. Hallo. Hallo. Hallöchen. Ja, und natürlich sprechen wir heute wieder über die Wochenshows, Raw, SmackDown, NXT. Und wir fangen, denke ich mal, mit Raw an. Denn das hat damit angefangen, dass Seth Rollins nach seinem Rumble-Sieg wieder als erstes rausgekommen ist und direkt You Deserve a Chance bekommen hat und dann natürlich auch über seinen Sieg gesprochen hat. Was sagt ihr denn dazu? Ja, Seth Rollins, super. Der Rumble-Sieg, haben wir ja schon drüber gesprochen, mehr als verdient. Die Crowd bei Raw war unglaublich super, also unglaublich engagiert, die Crowd. Man hat immer gehört, was sie so gedacht haben. Die You Deserve a Chance, absolut verdient. Und auch die Burn It Down Chance, die fand ich auch super. Ja gut, das Problem, was ich habe, ist halt, man wusste es vorher. Klar, das, was dann am Montag drauf passiert ist, stand ihm ganz offen zu. Logisch. Und auch, dass das Publikum so abgegangen ist, hat gezeigt, dass das Publikum das genau so sehen will. Aber der Rumble-Sieg an sich ist halt schon schwierig, weil man es halt schon wieder Wochen und Monate vorher wusste. Das ist einfach so eine Sache, die mich daran stört. Aber egal. Das würde jetzt so weit. Also ich finde jetzt nicht wirklich, dass der Rumble-Sieg vorhersehbar war, denn man hatte im Vorhinein immer zwei Namen, die genannt wurden, die den Rumble gewinnen könnten, mit Drew McIntyre noch dazu. Deswegen war es jetzt nicht so vorhersehbar. Klar, dass einer von den beiden gewinnt schon, aber so vorhersehbar war das nicht. Und ich muss dazu auch sagen, dass die Promo von ihm wieder fantastisch war. Und man muss auch noch dazu sagen, wie viel Rollins im Rumble eingesteckt hat. Er wurde von Lashley durchs Kommentatorenpult geschmissen. Da habe ich auch schon gedacht, dass er den Rumble vielleicht nicht gewinnen wird. Aber dann war ja McIntyre eine Zeit später eliminiert. Dann war das eigentlich schon relativ klar, dass Seth Rollins den Rumble gewinnen wird. Ja gut, und die Promo, die er gehalten hat, war halt die typische Seth Rollins-Promo. Also ich hatte nach, glaube, einem Satz Gänsehaut aus der Hölle. Und ja, dann kam ja das, was das Ganze fast noch perfekt gemacht hat, als dann Triple H plötzlich auftauchte, um eben Seth Rollins noch ein bisschen anzustacheln. Und da war es bei mir dann endgültig vorbei. Was ich auch noch sagen muss, die Crowd war natürlich auch wieder fantastisch, als man hier davon, weil es ja dann die zwei Namen genannt hat, ob er doch Daniel Bryan herausfordern soll, ob er Brock Lesnar herausfordern soll. Und bei Daniel Bryan hat man ja geboot und bei Brock Lesnar hat man dann Yes und so gechantet. Also man muss echt schon sagen, die Crowd will endlich Brock Lesnar loswerden, was natürlich auch verständlich ist. Und das mit Triple H, auch wieder fantastisch. Die beiden im Ring, vor allem wenn es um Promos geht, auch wieder fantastisch. Und auch wirklich immer gut. Kann man immer gut zuhören, meiner Meinung nach. Und dann halt noch die NXT-Chance. Habe ich auch schon meine Gänsehaut-Momente gehabt. Ja, auf jeden Fall. Die NXT-Chance dazu, das war Gänsehaut pur. Ja, und dann kam ja auch noch Dean Ambrose raus. Und das hat auch diese Promo nochmal auf ein ganz anderes Level nochmal gehoben. Zuerst das mit Triple H, das herauskam, der unterbrochen hat. Und dann, als Dean Ambrose die beiden unterbrochen hat, das fand ich schon sehr gut. Ja, Dean Ambrose hat halt dann so Dinge angesprochen, wie dass Rollins das ja nicht verdienen würde, dass Rollins versucht, das Spotlight von Dean Ambrose zu klauen. Und was man auch noch sagen muss, diese kleinen Spirenzchen, sag ich mal, zwischen Dean Ambrose und Triple H, von wegen, ja, hast du Angst und musst du Vince McMahon um Erlaubnis fragen und so weiter, dass er das Match bekommt gegen Seth Rollins, weil Seth Rollins ja auch noch nie gegen ihn gewonnen hat. Also waren von allen drei einfach eine verdammt gute Promo und vor allem ein sehr guter Start in Raw. Jetzt mal von Dean Ambrose ganz kurz nochmal weg. Ich habe ja während dem Segment zwischen Rollins und Triple H zwischendurch schon gedacht, na, werden das wieder so Sticheleien, wie das ganz am Anfang mal war, als Rollins schon mal Champion war und dann quasi zur Marionette gemacht wurde. Ich habe ganz kurz überlegt, ob Triple H wieder versucht, in seinen Kopf reinzukommen. Aber wir müssen da, glaube ich, noch ein bisschen drauf warten. Ich glaube sogar gar nicht mal, dass sich Seth Rollins hier mit Triple H wieder anschließen wird, weil erstens finde ich, brauche das nicht. Das hat damals, fand ich schon, irgendwie hat das nicht gebraucht. Damals schon, jetzt braucht er es auch nicht. Ich finde, der kommt relativ gut alleine klar. Ich verstehe auch nicht, warum man da dann, wieso das viele immer wieder wollen. Aber ein Heel-Turn von Seth Rollins würde zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich. Da stimme ich dir vollkommen zu. Ein Heel-Turn von Seth Rollins fände ich jetzt auch nicht gut. Er ist im Moment als Face so beliebt wie schon lange nicht mehr. Vor allen Dingen so over wie lange nicht mehr. Er macht seine Sache richtig gut. Und da hat das auch diese Sticheleien so ein bisschen, fand ich gut. Ja, aber ich glaube nicht, dass da jetzt wieder irgendwas kommen wird mit Kevin Owens wollte ich schon sagen. Danke. Mit Triple H. Jetzt habe ich's.
Und Seth Rollins, das glaube ich nicht. Ich habe ja nicht gedacht, dass dass sofort ein Turn kommt, aber so diese Psychospielchen, wie man die auch aus NXT kennt, gerade bei eben Johnny Gargano, dass man da so ein bisschen jetzt drauf anspielt und das jetzt über ein paar Wochen hinweg geht, weißt du? Da war so mein Gedankengang. Also ich denke mal, mein Gedankengang, wie ich das Ganze sehe, ist eigentlich so, dass Seth Rollins meiner Meinung nach, dadurch, dass Roman Reigns da jetzt, denke ich, nicht in naher Zukunft zurückkommen wird und ich glaube nicht, dass er dieses Jahr noch zurückkommt, denke ich einfach, dass er jetzt für mindestens ein Jahr den Spot von Roman Reigns einnehmen soll, weswegen ich auch nicht von dem Heel-Turn in naher Zukunft ausgehe. Was ich auch ehrlich gesagt nicht hoffe, denn Seth Rollins ist als Face einfach viel besser. Ja gut, das Ganze hat ja dann schlussendlich auch noch zu was geführt. Es war ja nicht nur, dass sie geredet haben. Es war ja dann tatsächlich auch so, dass wir aus der ganzen Situation heraus ein Match hatten. Um das Ganze jetzt mal ein bisschen voranzutreiben, sonst quatschen wir hier noch über die Promo nächstes Jahr. Ja, dieses Match, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gebraucht. Aus dem ganz einfachen Grund, dass man diese Paarungen in den letzten Wochen und Monaten gefühlt schon 227 Millionen Mal gesehen hat, inklusive irgendwelcher House-Show-Matches. Ich erinnere da nur an die letzte House-Show, wo ein Dean Ambrose ein Curve-Stomp eine Viertelstunde gesellt hat und noch im Ring gelegen hat, als die Abbauarbeiten schon angefangen haben. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, ich muss sagen, ich fand an sich das Match ziemlich gut. Man hatte da eine gute Story dahinter, finde ich. Jetzt mal abgesehen davon, dass man es jetzt schon so oft gesehen hat, aber man hatte halt die Story, dass Seth Rollins gegen Dean Ambrose noch nicht einmal gewinnen konnte, wenn es drauf ankam und was weiß ich. Also das hat man schon gut verkauft. Das Match war auch nicht schlecht und am Ende hat ja auch Seth Rollins mit dem Curve-Stomp gegen Dean Ambrose gewonnen. Ja. Dieses Match war super, fand ich. Ich hätte es auch nicht gebraucht, bin ich ehrlich. Aber das Match war wahrlich nicht schlecht. Und am Ende der Curbstomp, da hat Dean Ambrose wieder gezeigt, wie gut er sellen kann. Denn der war ja mal sowas von gesellt. Oh, war das hart. Ich hab da gesessen, oh, wie kann man den nur so gut sellen? Ich hab das so gefeiert, dieses Selling von Ambrose. Ja, also ich hätte das Match jetzt auch nicht gebraucht, fand es aber auch ein richtig gutes Match. Man hat zwar die Paarung schon, wie man Daniel und Luki und Marcel von sagen, öfters gesehen, aber auch dieser Köpfsturm am Ende, der war mega. Ich hab mir auch schon gedacht, oh mein Gott, was war das für ein Curbstorm? Ja, ich kann mich noch daran erinnern, da kam das so völlig aus dem Nichts, kam, Alter, was ist das für ein Curbstorm von Michi? Und ich dachte so, warte mal, das sehe ich noch nicht, weil er war ein bisschen vor mir, das war voll gemein, aber das war ja so bösartig, dass er nicht durch den Ringboden geklatscht ist mit seinem Gesicht, war noch alles. Ja, und nach dem Match dann ist Dean Ambrose noch im Ring geblieben und wollte wohl was Ernsthaftes sagen. Aber bevor er was sagen konnte, kam Nia Jax raus. Und ich habe erst am Anfang gedacht, dass mit Nia Jax nimmt man jetzt wieder so ein bisschen auf mit dem Ganzen aus dem Royal Rumble, wo sie dann im Rumble drin war und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt einfach nur rausgekommen ist, weil sie Zeitdruck hatten oder was weiß ich, oder ob das wirklich was mit der Story zu tun hat. Aber Nia Jax hat ja auch Dean Ambrose angegriffen, von dem her, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja, mit Nia Jax, ich hoffe, dass da was kommt in Sachen Männer gegen Frauen wieder, was da wieder Matches kommen könnten. Ansonsten, ja, war das doch in Ordnung. Nia Jax attackiert Dean Ambrose, kann man so machen. Vielleicht entsteht da ja sogar ein Match zwischen den beiden heraus. Kann doch alles sein. Ich glaub daran. Ja, ich hoffe einfach nur, dass man daraus was macht, weil wenn man sie jetzt irgendwie nur in den Rumble drin gelassen hat oder reingelassen hat und daraus am Ende dann nichts macht, sondern es einfach so stehen lässt, wäre einfach verschwendetes Potenzial. Ja, vor allen Dingen muss ich dann unter dem Gesichtspunkt auch ein bisschen die Sexismuskeule mal rausholen. So schwer mir das in dem Podcast fällt, aber wenn sie jetzt nicht das draus machen, dass es wieder regelmäßig Intergender-Matches geben wird, dann muss ich mich fragen, wofür gibt es zwei getrennte Rumble, wenn die Frauen rumjammern dürfen, wir wollen aber bei den Männern mitspielen und dann werden die da reingelassen. Stellt euch das bitte mal andersrum vor. Das würde niemals funktionieren, ohne einen riesen Shitstorm auszulösen. Da stimme ich dir vollkommen zu. Das wird einen riesen Shitstorm auslösen auf der anderen Seite. Also da wird man sehen, was die WWE draus macht. Vor allem denke ich, dass man jetzt so langsam auch wirklich mal ein Zeichen Richtung All Elite Wrestling setzen muss, wenn man wirklich ernsthafte Konkurrenz noch sein möchte. Wenn man sowas nicht macht, dann wird All Elite Wrestling, denke ich, früher oder später in ein paar Jahren ein bisschen mehr näher ranziehen und dann wird es schwer für die WWE. Aber da will ich jetzt nicht wirklich reinschweifen. Ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn man da was draus macht. Und vor allem Intergender-Matches habe ich, glaube ich, relativ selten gesehen. Außer das letzte, was ich gesehen habe, war halt Becky Lynch gegen James Ellsworth. Und
Ja, ich würde es interessant finden, gerade mit Nia Jax, wo ich sowieso irgendwie momentan nicht so viel mit anfangen kann. Wenn die mal ein bisschen zeigen kann, vielleicht auch mit Dean Ambrose im Ring, könnte schon was Gutes werden. Aber gut, danach kam dann das zweite Match, und zwar das Qualifying Match für das Tag Team Elimination Chamber, wo es ja um die Frauen Tag Team Titel geht. Bliss und Mickie James gegen Jax und Tamina, das haben Jax und Tamina gewonnen, und ich würde sagen, ein relativ solides Match, starke Showing für Nia Jax, was mir eigentlich klar war, und denke ich auch ein bisschen vorhersehbar, wer das ganze Match hier gewinnen wird. Ja, du hast halt diese beiden Monster in Anführungsstrichen jetzt so aufgebaut, dass sie eben ja unkaputtbar sind aufgrund ihrer Körpergröße und Körpermasse im Verhältnis zu den anderen Frauen, und da konnte eigentlich nur das Ergebnis bei rauskommen. Aber ich hoffe wirklich, dass die zwei den Titel nicht gewinnen. Apropos Titel, ich muss meine Meinung über den Titel an sich auch hier im Podcast nochmal revidieren. Ich habe ja schwer über die Gürtel hergezogen. Muss ich revidieren, einfach aus dem Grunde, dass die Darstellung im Fernsehen etwas anders aussah, als die Titel in Realität aussehen. Ich habe nämlich mit den Fernsehbildern gedacht, dass die Frontplate leicht bläulich wäre, und dann hätte ich mich gefragt, warum macht man das? Aber das war ein Lichtfehler, deswegen so hässlich finde ich die Titel inzwischen gar nicht mehr. Aber das würde jetzt zu weit führen. Man gerüchtet ja eh schon die ganze Zeit, dass eine Sasha Banks und eine Bayley den Titel gewinnen, was, glaube ich, ganz gut wäre für den Erhalt von Sasha Banks. Ich weiß, es soll Leute geben, die sich freuen würden, wenn sie weg wäre, aber ich jetzt nicht. Vor allen Dingen, wo wir gerade im großen Stile so einen Zerfall des kompletten Rosters erleben. Auch hier wieder dank der freundlichen Mithilfe und Existenz von AEW. Von daher, gebt bitte irgendwem anders den Titel, aber nicht Nia Jax und Tamina. Na, das glaube ich jetzt nicht, dass Tamina und Nia Jax die Titel gewinnen. Ich denke auch eher, dass, wie es vermutet wird, Sasha Banks und Bayley werden. Bin auch dann mal gespannt, wie lange die den Titel halten werden, weil, soviel ich ja weiß, soll das über beiden Shows verteidigt werden. Ja, ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob denen hier Sasha Banks und Bayley gewinnen werden. Denn man hat so viele Wrestler, finde ich, in dem Chamber momentan, beziehungsweise gute Wrestler. Wenn man da zum Beispiel an den Mandy Rose oder an den Sonya Deville denkt oder halt auch die anderen, die noch reinkommen werden. Ich weiß nicht, ob das Sasha Banks und Bayley wirklich die komplett hundertprozentigen Sieger sein werden. Denke aber trotzdem nicht, dass Jax und Tamina den Titel gewinnen werden. Einfach weil, wenn es um Titel geht, hat man Nia Jax, denke ich, relativ schnell wieder fallen lassen. Sie hat jetzt bei WrestleMania den Titel damals gewonnen, hat ihn aber auch relativ schnell wieder verloren. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie Nia Jax richtig gut aufbauen könnte mit einem Titel, was ich nicht verstehen kann. Was ich aber auch gut finde, weil Nia Jax und einen Titel will ich irgendwie nicht sehen. Ja, das geht mir ähnlich. Nia Jax und einen Titel kann ich mir im Moment eigentlich nicht vorstellen. Einfach weil ich bin kein großer Nia Jax-Fan. Ich will sie im Moment auch nicht zu oft sehen. Naja, ich bin gespannt, wie das in dem Elimination Chamber wird. Ob die beiden gewinnen, was ich aber nicht glaube. Ja, danach ging es dann ins nächste Match, und zwar Baron Corbin gegen Kurt Angle. Das hat Baron Corbin nach dem Deep Six gewonnen, was ich relativ überraschend fand. Jetzt nicht, dass Baron Corbin gewinnt, das war mir eigentlich im Vorhinein klar, was ich auch irgendwie blöd finde, dass man jetzt den Baron Corbin irgendwie wieder pushen möchte. Aber nach dem Deep Six kam ein bisschen überraschend. Finde ich auch nicht wirklich ein gutes Match, ging ja auch nur knapp 4 Minuten. Aber ziemlich träge, finde ich, was vielleicht nicht unbedingt an Kurt Angle liegt, denn Baron Corbin ist jetzt auch nicht so sonderlich gut im Ring. Und Kurt Angle kann man dann wieder über sein Alter reden. Finde ich jetzt kein gutes Match, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gebraucht. Also außer für die Tatsache, dass wir ja jetzt dann am Montag noch ein weiteres Segment rund um Kurt Angle kriegen, brauche ich das auch nicht. Ich mag Kurt Angle, um Gottes Willen. Man hätte ihm gerne irgendeinen anderen Job geben dürfen, hinter der Kamera, von mir aus auch vor der Kamera, was weiß ich, als eben General Manager, keine Ahnung. Jetzt macht man das mit den General Manager nicht mehr, hat man dann wieder versaut, aber im Ring brauche ich den nicht mehr, echt. Was ich mir auch vorstellen könnte, vielleicht, dass Kurt Angle nicht gehen wird, weil das glaube ich irgendwie auch nicht, weil er ja eben Hall of Famer ist und er ja eigentlich, denke ich, bei der WWE bleiben will. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er vielleicht Manager wird von irgendeinem Wrestler. Vielleicht wird er ja Manager von Kurt Hawkins und Zack Ryder. Wäre so mein Wunsch, glaube ich jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht wird er ja als Manager tätig. Ja, als Manager kann ich mir Kurt Angle auch gut vorstellen. Er ist ja nicht schlecht am Mic, also was heißt ja nicht schlecht, also er kann schon gute Promos liefern. Und da bin ich gespannt, was man macht.
vergeht, was ich auch nicht glaube. Oder ob er Manager wird oder ob er hinter der Kamera irgendwas machen wird. Man wird es erfahren. Ja, danach, willst du noch was sagen? Ich hätte jetzt vielleicht noch, für, wenn die Rückkehr ansteht, AOP nochmal in den Raum geworfen. Denn das hat bei NXT schon funktioniert mit einem anständigen Manager. Warum nicht auch bei Raw? Ne? Ich könnte mir jetzt aber auch irgendwie nicht vorstellen, dass Kurt Angle AOP-Manager wird, weil sie auch eben Drake Maverick haben. Der, finde ich, jetzt nicht ein schlechter Manager ist. Der macht seinen Job, finde ich, gut. Passt halt nicht zu AOP von der Größe her, vom ganzen Standing her. Und zwischen den beiden sieht er halt einfach aus wie so ein kleiner Pimp, sag ich mal, der hier irgendwie von denen das alles gesagt bekommt, anstatt andersrum. Also, weiß nicht irgendwie. Aber Kurt Angle kann ich mir nicht vorstellen. Naja, aber Drake Maverick neben AOP finde ich auch nicht so wirklich passend. Zumal er hat ja schon seinen General Manager Posten bei 205 Live damit schon genug zu tun. Aber wir werden, denke ich mal, überraschen lassen, was Kurt Angle da am Montag zu sagen hat. Ja, dann ging es weiter im Backstage-Bereich, denn da kam dann Finn Balor, der einen Tag zuvor ja das Titelmatch verloren hat, wurde davon Heath Slater, Apollo Crews, Sasha Banks und Bayley begrüßt. Von Bayley hat er eine Umarmung bekommen. Denke ich, relativ normales Backstage-Segment, wenn jemand irgendwie dazukommt. Und der hat sich dann direkt in den Ring begeben und wurde von Two Sweet Chains empfangen und hat halt dann über sein Rumble-Match gesprochen. Ja, wie fandet ihr das denn? Ja, ich fand es ganz gut. Ich habe immer wieder Gänsehaut bei Two Sweet Chains. Also davon mal abzusehen. Aber ansonsten, das Match von ihm gegen Lesnar, das war ja gut beim Rumble, so dass diese Promo jetzt auch, ja, gar nicht mal schlecht war. Und ich hoffe, dass man mit Finn Balor wirklich was vorhat. Das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass man vielleicht so Richtung WrestleMania mit dem Intercontinental-Titel mit ihm plant. Auch wenn ich da so meine Bedenken habe, weil ich immer noch hoffe, dass ein Kevin Owens zurückkommt und dann mit Bobby Lashley fehlt. Aber gegen den Finn Balor hätte ich da auch nichts. Naja, aber vielleicht hilft ja dann, wenn Kevin Owens zurückkommt, auch einen Finn Balor zusammen gegen Lashley. Das ist ein sehr guter Einwurf, weil wir gehen ja sowieso alle stark davon aus, dass Owens als Face wiederkommt. Und dann stellst du einfach Owens zusammen mit Baylor. Wäre schon nice. Aber wird natürlich dann wieder ein bisschen im Weg stehen, wenn man Main-Titel-Run machen will. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir innerhalb der nächsten 2 Pay-Per-Views noch vor WrestleMania ein Rückmatch sehen und dann Finn Baylor als Demon rauskommt und damit endgültig klarstellt, dass ein Herr Lesnar endlich den Titel abgeben muss. Aber schauen wir mal. Ja, das hoffe ich auch. Besonders, weil ich Brock Lesnar langsam einfach satt habe. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Habe ich aber schon oft genug gesagt. Und Finn Balor als Universal Champion, vielleicht mal länger als nur einen Tag, wäre schon ziemlich gut. Vor allem, wenn man dann ja auch im Nachhinein das Match mit zwischen ihm und Seth Rollins hat, im Main Event, außer Ronda und Becky steht im Main Event, aber die können auch beide einfach die Hütte abreißen und das wäre schon definitiv ein Match of the Night Contender dann. Ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn Balor nochmal ein Match gegen Lesnar bekommt, dann als Demon rauskommt und Lesnar seinen Titel wegnimmt. Ich würde mich sehr freuen, da Finn Balor es meiner Meinung nach verdient hat und ich Brock Lesnar langsam genauso wie ihr auch nicht mehr sehen kann. Ich finde ihn einfach nur noch nervig. Ja, und dann Balor gegen Rollins würde ich mich sehr, sehr drauf freuen bei WrestleMania. Es könnte ein Riesenmatch werden. In Sachen Brock Lesnar, aber es wird ja schon spekuliert, dass er erst wieder zu WrestleMania kommt und vorher überhaupt keine Zeit hat oder keinen Bock, wie man es nimmt. Man kennt ja Brock Lesnar, dass der in dem Vierteljahr vielleicht 1-2 Mal auftauchen tut und dann nicht mehr. Ja, aber da finde ich das auch leider ein bisschen schade von McMahon, dass er nicht da einfach auch ein Zeichen setzt und sagt, nee, du musst jetzt kommen oder du verdienst einfach, oder du verlierst deinen Vertrag und kriegst einfach kein Geld mehr, weil das kann doch so nicht weitergehen. Zumal Vince sieht ja täglich die ganzen Reaktionen auf Brock Lesnar. Klar, vielleicht diese ganzen Reaktionen und hier, dass Brock Lesnar so eine Scheiße abzieht, zieht vielleicht ein bisschen Geld heran und Aufmerksamkeit, aber ich weiß nicht, dass man da wirklich kein Zeichen setzt, finde ich ein bisschen schade und würde mir auch ehrlich gesagt stinken. Zumal ich immer noch nicht verstehe, gibt es jetzt die 30-Tage-Regel noch oder gibt es sie nicht mehr? Weil wenn das jetzt andere Wrestler betreffen würde, dann müssten sie ihren Titel abgeben, aber ein Lesnar hat ja scheinbar Sonderregeln. Ja gut, aber danach kamen noch Bobby Lashley und Leo Rush raus und haben Finn Balor als Flasche bezeichnet und es wäre ja eine Schande, dass er gegen Brock Lesnar ran musste und dass es ja auch klar war, dass er verlieren würde. Und ja,
Ich verstehe nicht, was Bobby Lashley jetzt damit zu tun hat, weil der ist Midcard-Champion, hat jetzt relativ wenig mit dem Haupttitel zu tun. Dass er sich da irgendwie einmischt, besonders bei einem Finn Balor, ich weiß nicht, hat mir jetzt nicht wirklich sonderlich gefallen, habe ich auch wie vieles nicht gebraucht. Aber wie seht ihr das denn? Ja, scheint ja keiner mehr was zu sagen zu wollen. Lashley ist so eine Sache. Der ist seit dem Rumble, ich habe keine Ahnung mehr, was ich davon halten soll. Man baut ihn auf wie ein Riesenviech, was er ja nun auch körpermaßetechnisch ist, mit seinen ganzen Muskeln. Schmeißt ihn dann im Rumble nach gefühlt 20 Sekunden wieder raus und dann bei der Folge danach macht er wieder einen auf großer Macke. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Finde ich auch, dass es irgendwie nicht zusammenpasst, besonders, weil ich finde, man kann Bobby Lashley anders aufbauen, als dass er hier in den Finn Balor, der eh schon angeschlagen ist, irgendwie angreift. Das zeigt auch ein bisschen was von Schwäche, finde ich. Und ich weiß nicht, also was Leo Rush angeht, ich finde, momentan kann ich den eigentlich relativ gut zuhören. Ich finde ihn jetzt nicht mehr so nervig am Mike wie davor. Aber was das Ganze sollte, kann ich bis heute irgendwie nicht verstehen. Ja, was das sollte, weiß ich auch nicht. Auch wenn ihr jetzt schon gehört habt, dass bei War Finn Balor ein Match haben wird gegen Bobby Lashley, was nicht um den Titel geht, aber trotzdem. Ja, warum? Keine Ahnung. Ich hätte es mir anders, ja, hätte ich es mir lieber vorgestellt, hätte ich es lieber gesehen, aber so. Naja, bin mal gespannt, was draus wird. Aber gut, wir haben ja gerade davon geredet, dass Finn Balor ja bald vielleicht den Intercontinental-Titel gewinnen könnte. Vielleicht baut man das damit auf. Auch wenn ich irgendwie den Aufbau anfange, dann nicht so wirklich sonderlich gut finden würde, weil er halt immer noch einen angeschlagenen Finn Balor hier angegriffen hat. Aber wenn es dann wirklich am Ende Richtung Titel geht, dann kann man da schon was Gutes draus machen. Und vielleicht ist auch dieses angeschlagene Finn Balor der ausschlaggebende Grund, dass er dann vielleicht als Demon Intercontinental Champion wird. Das ist halt auch wieder so eine Frage. Wäre auch ein guter Ansatzpunkt, den Demon aufzubauen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das wäre ein guter Punkt, um den Demon aufzubauen. Wenn ein angeschlagener Finn Balor attackiert wird und so und dann das Match hat um den Titel gegen Lashley, was vielleicht bald kommt, dann könnte es auf jeden Fall sein, dass der Demon rauskommt und sich den Titel schnappt. Das ist interessant. Ich habe da eine ganz andere Meinung zu. Denn nach dem Angriff jetzt den Demon zu bringen, wäre sowas von überzogen, weil im Prinzip kann man es ja erstmal so aufbauen, ja, er hat mich angegriffen, als ich angeschlagen war, er soll sich doch bitte mal mit mir auseinandersetzen, wenn wir uns auf einem Level bewegen. So, dann hast du nämlich auch einen Aufbau, ohne gleich den Demon auspacken zu müssen. Ja, und ich finde auch, dass man den Demon, wenn dann zu WrestleMania, Survivor Series oder SummerSlam bringen sollte und halt nicht zu so Elimination Chamber oder Fastlane. Ich glaube, das passt einfach auch als Demon-Gimmick nicht, weil so, das ist schon was ziemlich Großes und den bei so einem B-Pay-Per-View, sage ich mal, rauszubringen, finde ich nicht wirklich sinnvoll. Und so kann man, denke ich, auch ein Zeichen setzen, dass Finn Balor auch ohne den Demon einfach was schaffen kann und dafür nicht den Demon braucht. Ja, aber vielleicht sieht man das Ganze auch bis WrestleMania hinaus, dass das jetzt über mehrere Monate und mit mehreren Matches geht und dann zu WrestleMania der Demon Balor kommt. Ich finde aber nicht, dass ein Finn Balor noch ein Titelmatch verlieren sollte. Wenn er noch ein Titelmatch bekommt, muss er den meiner Meinung nach auch gewinnen. Gebe ich dir vollkommen recht. Er muss, wenn er ein Titelmatch bekommt, muss er das gewinnen. Aber wir werden sehen, was passiert. Ich freue mich so oder so darauf, was mit Finn Balor passieren wird. Von daher, gib mir mehr davon. Ja gut, danach ging es dann weiter mit dem ersten Auftritt von Zack Ryder und Kurt Hawkins nach der Reunion, sag ich mal. Die haben dann gegen The Revival kämpfen müssen und haben das dann auch, leider will ich jetzt nicht sagen, haben das verloren nach einer Shadow Machine. Man muss aber sagen, Kurt Hawkins hat schon relativ gute Showing bekommen und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er vielleicht bald sogar seinen ersten Sieg wieder feiern darf. Ja, sie haben beide eigentlich ein ziemlich gutes Showing bekommen. Tut mir leid für diesen kleinen Ausrutscher in Sachen Sprache bei mir. Ich fand auch, das Match war eigentlich gar nicht mal schlecht. Kurz, aber nicht schlecht. Beide haben so ein bisschen gezeigt, was sie können. Auch Revival hat wieder gezeigt, was sie können. Ja, und dann hat Revival gewonnen. Kann man so machen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass Zack Ryder Kurt Hawkins zu seinem ersten Sieg verhelfen. Ja, zumal ich muss auch ehrlich sagen, ich war bei dem Match so ein bisschen zwiegespalten. Denn einerseits hätte ich gerne gesehen, wie Zack Ryder und Kurt Hawkins gewinnen. Andererseits will ich aber auch Revival nicht nochmal verlieren sehen. Deswegen finde ich die Lösung, wie man es gemacht hat, eigentlich relativ gut. Ich finde auch, dass man Kurt Hawkins und Zack Ryder den Sieg nicht direkt geben muss, dass man das aufbaut. Aber wenn sie direkt ein Ausrufezeichen setzt und gewinnen, hätte ich eigentlich auch gefeiert. Ich sag mal so, ich fand die Reunion an sich ja schon geil, weil wir wissen alle, dass
die Tag Team Division sowohl bei SmackDown als auch bei Raw eher dünn gesät ist aktuell. Entweder, weil sie echt nichts Gutes mehr haben, was nicht sowieso schon irgendwelche Spots hat. Ich sag nur Team Glorious, wobei mir Team Glorious auch schon wieder hart auf den Sack geht. Einfach, weil ich es nicht ertragen kann, dass ein Chad Gable in diesem Bademantel rumrennt. Das macht mich wahnsinnig. Furchtbar. Dann hast du AOP, was zur Hälfte verletzt ist. Da werden dann schon Tag-Teams zusammengeschmissen, ja, weil die andere Hälfte auch verletzt ist. Also was bleibt übrig? Wir brauchen neue Tag-Teams. Dann baut man wieder die auf, die man schon hat. Und bitte, bitte lasst die Jungs endlich zeigen, was sie können. Bitte. Weil das, was ihr vorher mit beiden gemacht habt, war eine absolute Frechheit. Ja, ich finde es auch, dass man den Kurt Hawkins und den Zack Ryder wieder aufbauen muss. Denn dass beide jetzt irgendwie weiterhin als Jobber fungieren, gerade in der Tag Team Division, finde ich, wäre verschwendet. Und wenn man beide halten möchte, ich kann mir nicht vorstellen, dass Zack Ryder sich das noch lange gibt. Genauso wenig wie Kurt Hawkins. Man hat zwar eine relativ gute Comedy-Schiene um Kurt Hawkins gebaut mit seiner Losing Streak, hat da wenigstens was draus gemacht. Aber ich denke, auch ein Kurt Hawkins hat da langsam keine Lust mehr drauf. Genau das glaube ich auch. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die beiden sich das noch sehr lange geben. Ich finde es sehr, sehr schade, denn ein Kurt Hawkins hat ein ziemlich interessantes Moveset und Zack Ryder ist, wenn er zeigen darf, was er kann, ein verdammt guter Wrestler. Das muss man einfach so anerkennen. Beide haben sehr viel Talent, sind auch können auch gute Promos bauen. Naja, auch so, die sind insgesamt ziemlich gut und da muss ich ehrlich sagen, ich hoffe, dass da irgendwas bei rumkommt. Wäre sonst ziemlich, ziemlich schade. Ja, sehe ich auch so wie du, Marcel. Ich hoffe auch, dass sie in naher Zukunft die Tag-Team-Titel gewinnen werden. Ich hoffe es. Sind beide unglaublich talentiert. Beide können sowas. Fand das Match halt jetzt relativ kurz. Man hätte es auch länger machen können. Aber vielleicht war das auch nur so ein kleiner Aufbau für Ryder und Hawkins. Ich glaube aber allerdings, dass ein Titelgewinn der beiden früh kommt. Man hat das Ganze jetzt zwar mit Shane und Miz gemacht, dass sie direkt die Titel gewinnen, fand ich da auch ziemlich gut, aber ich weiß nicht, Zack Ryder und Kurt Hawkins direkt einen Titel zu geben, finde ich ein bisschen zu früh. Gerade wenn du bei Raw sowieso schon Teams hast, die auch ziemlich unzufrieden sind, wie zum Beispiel Revival, die seit 2 Jahren im Main Roster sind, allerdings den Titel noch nicht eine Sekunde gewonnen haben. Ist ein bisschen schwer, wer da jetzt als nächstes den Titel gewinnt. Ich hoffe, ehrlich gesagt, auf Revival, denn Kurt Hawkins und Zack Ryder wäre vielleicht ein bisschen zu früh. Da würde ich noch ein bisschen warten, bis sie ein paar Matches gewonnen haben, vielleicht auch über WrestleMania hinaus weiter Matches gewinnen und dann bei Money in the Bank oder so dann die Titel holen werden. Ja, es wäre ziemlich früh, das stimmt. Aber wenn man es gut aufbaut, ist es trotzdem gut. Aber man muss es gut aufbauen. Man kann jetzt nicht sagen, sie bekommen jetzt noch ein Match, das gewinnen sie, danach kriegen sie ein Titelmatch und sie sind Champions. Das wäre auch ein bisschen Bullshit. Wenn, müsste man es wirklich gut aufbauen. Das kann man muss es. Also ich bin gespannt, was daraus wird. Ganz kurze Anmerkung meinerseits. Malu, deine Sprachkünste heute sind der absolute Wahnsinn. Wenn man es gut aufbaut, dann wird es gut. Absolut perfekt. Aber jetzt zurück zum Match, beziehungsweise zu der Titelsituation. Da hat sich die WWE einfach total verzockt jetzt, finde ich. Gerade bei den Tag-Teams. Denn im Prinzip hat sie jetzt 2 Möglichkeiten. Sie gibt Zack Ryder und Kurt Hawkins den Titel, in der Hoffnung, dass dadurch Zack Ryder bleibt. Oder sie geben Revival den Titel, damit Revival da bleibt. Sie müssen jetzt irgendwie reagieren. Ja, ich würde es auch zu früh finden. Aber sie sind in der Position, dass sie in irgendeiner Art und Weise dementsprechend reagieren müssen. Weil sie es einfach mal wieder Wochen, Monate und teilweise auch Jahre vorher Preise verbuckt haben. Und wenn man mich fragt, ich würde lieber Revival behalten, also wenn ich die Wahl hätte jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, würde meine Wahl definitiv auf Revival fallen, weil die einfach gefühlt mehr Impact haben, aber schwierig. Ja, das ist echt schwierig. Allerdings glaube ich nicht, dass wenn Kurt Hawkins und Zack Ryder den Titel jetzt nicht in der Zukunft gewinnen, dass sie dann direkt abziehen werden. Weil sie werden schon selber wissen, dass es vielleicht ein bisschen zu früh ist. Wenn man ihnen den Aufbau gibt, wenn man ihnen gute Matches gibt, wenn man ihnen Matchzeit gibt, wenn sie einfach zeigen dürfen, was sie können, dann denke ich, werden sie auch bleiben und können auch warten, bis sie ihre Titel gewinnen. Ich glaube jetzt nicht, dass direkt ein Titelgewinn bei Elimination Chamber jetzt direkt so wichtig für die Zukunft von den beiden. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Es wird jetzt nicht in naher Zukunft werden, dass die beiden dann, wenn sie jetzt weiterhin verlieren, gehen werden. Aber in der mittelfristigen Zukunft muss man einfach mal sehen, was man macht mit den beiden, denn sonst wird es den beiden bestimmt zu bunt.
Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie gehen. Und einen Zack Ryder kann ich mir verdammt gut bei AEW vorstellen. Und Kurt Hawkins. Ja, warum nicht? Aber vielleicht baut man jetzt auch Revival durch dieses Match ein bisschen auf, dass sie gepusht werden und zum Elimination Chamber oder halt zu einem etwas späteren Zeitpunkt Champion werden und dann eine Fehde zwischen Revival und Ryder und Hawkins aufbauen. Und die würde dann zu WrestleMania hier ein Titelmatch haben oder so. Würde ich gar nicht mal so schlecht finden. Aber einer von den beiden muss jetzt einfach einen Titel gewinnen. Das ist Fakt. Und ich glaube einfach, dass es Revival sein wird. Und dass man Revival jetzt mit dem Sieg gegen die beiden da aufbauen möchte, glaube ich nicht, weil man weiß, dass Kurt Hawkins noch kein Match gewonnen hat. Das ist jetzt, finde ich, kein richtiger Aufbau. Ich finde, es ist ein guter Start in die richtige Richtung. Aber da muss man daraus jetzt einfach auch was machen. Michi, du beweist wieder Booking-Künstler aus der Hölle. Super gut. Weil so hättest du nämlich sofort beide im Titelgeschehen drin. Damit wären erstmal alle zufrieden. Klar kann nur einer gewinnen, aber ja, wenn du einem von beiden, dem der nicht den Titel gewinnt, trotzdem damit das Spotlight gibst, sind sie zufrieden. Und warum ich darauf komme, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ein Zack Ryder schon ein Angebot von AEW hat. Das heißt, sein Weg weg ist relativ kurz. Das heißt, die Möglichkeiten, die die WWE hat, sind sie relativ klein. Von daher bin ich echt gespannt, wo das noch hingeht. Gebe ich euch allen recht. Ist ein super interessanter Vorschlag, den Michi da gebracht hat, was man machen könnte. Alle hätten ihr Spotlight, alle hätten das Spotlight, was sie verdienen. Muss man nur sehen, wie es dazu kommt, ob es dazu kommt und wann es dazu kommt. Und ja, und so, Zack Ryder. So ein Vertrieb im WrestleMania würde ich mir auch gut vorstellen können. Auf jeden Fall. Zack Ryder, werden wir sehen, was mit dem Angebot von der AEW da wird. Naja, bin gespannt. Da bin ich auch ziemlich gespannt und da muss auch einfach was passieren. Ja, aber nach dem Match hat dann Zack Ryder noch versucht, Kurt Hawkins ein bisschen aufzumuntern, weil es ja wieder in der Niederlage war. Und Kurt Hawkins hat sich selbst wieder die Schuld gegeben, was man eigentlich auch so absehen konnte. Und ja, aber darauf braucht man jetzt eigentlich nicht so weiter drüber reden. Danach kamen dann Rowan und Daniel Bryan backstage, wurden von Carly Caruso interviewt und da haben sie auch gesagt, dass sie Seth Rollins auf jeden Fall nicht ausstehen können, dass sie versuchen werden, Seth Rollins seine WrestleMania-Träume zu zerstören. Das ist, finde ich, so jedes Jahr dasselbe. Das hat man letztes Jahr gebracht, so von wegen, ja, WrestleMania-Verletzung und so weiter, fällt er wieder aus und vorletztes Jahr sowieso mit Samoa Joe und so weiter. Ich finde, das kann man so langsam aber auch sein lassen. Aber ich finde auch, man baut hier, denke ich, bei Daniel Bryan gut seine Ökoschiene rein. Ich glaube, er ist ja Veganer. Baut man da relativ gut ein, von wegen, ja, diese Burn-It-Down-Sache wäre ja Luftverschmutzung und mutwillige Zerstörung und keine Ahnung was. Ich denke, da macht man einen guten Weg. Jetzt auch bei SmackDown wird man dann später auch noch drüber reden. Aber ich finde, Daniel Bryan baut man da ziemlich gut auf. Was den Aufbau angeht, müssen wir einfach hier stoppen und gleich bei SmackDown weitermachen, weil was da passiert, das ist einfach, das ist so die Kirsche auf der Sahne obendrauf, Alter. Ich bin gestorben vor Lachen. Aber wie gesagt, gleich, wenn wir zu SmackDown kommen, mehr ins Detail. Ja, danach war dann Elias im Ring und man hat ja bei beim Royal Rumble schon so eine Vermutung gehabt, dass er jetzt endlich wieder, das heißt endlich, aber dass er halt wieder heel geturnt ist. Und ja, finde ich relativ schade bei Elias, dass er jetzt wieder heel ist, aber das ist hier Nebensache, denn danach kam dann wieder Jeff Jarrett raus und hat ihn natürlich konfrontiert, hat seine, denke ich, ziemlich standardmäßige Anfangspromo gehalten. Und dann kam eine Sache, die ich richtig gefeiert habe, weil dann kam Road Dogg raus und dann haben sie zusammen gesungen. Ja, genauso wie du. Ich habe das Segment gefeiert. Road Dogg, immer wieder super am Mic. Immer wieder super, ihn zu sehen. Jeff Jarrett am Mic auch eine Größe. Elias sowieso. War super. Ich habe es gefeiert. Und vor allen Dingen, ich habe mich auch vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Jeff Jarrett und Road Dogg, wie die da am Singen sind und was sie da machen. Und dann die Kommentatoren, die da noch so ein paar Spirenzchen machen. Das war super. Also dieses Segment habe ich echt gefeiert. Ich mache mich ja ungern wieder zum Arsch. Irgendwie bin ich hier so der Oberkritiker, habe ich das Gefühl. Weil Segment, schön und gut. Ich habe nur eine Befürchtung. Was passiert in Zukunft damit? Ich glaube nämlich, weil man ja schon angedeutet hat, dass ein Jeff Jarrett auch regelmäßiger vor der Kamera zu sehen ist, dass wir genau dieses Segment die nächsten Wochen so lange um die Ohren gehauen kriegen, bis es uns zu selbigen wieder rauskommt. Und dann finde ich das schon wieder ziemlich ätzend. Da muss ich ja auch sagen, dass ich Jeff Jarrett irgendwie auch gar nicht mehr im Ring sehen möchte. Ich habe ihn zwar noch nie im Ring gesehen, Schande über mich, aber ich finde, er ist momentan einfach in einem Alter, wo ich das einfach nicht mehr gutheißen könnte, wenn er nochmal in den Ring steigt. Man hat jetzt zwar ihm hier leise ein bisschen
paar Schläge verteilen lassen, aber im Ring möchte ich ihn ehrlich gesagt auch nicht mehr sehen. Ja, im Ring möchte ich Jeff Jarrett eigentlich auch nicht mehr sehen. Ich weiß, dass er vor ein paar Jahren noch ziemlich fit war, aber im Moment sieht er vom Körperlichen nicht so aus, dass er sonderlich in Form ist. Aber ich glaube, das Match ist ja sogar für Raw angekündigt gegen Elias von Jeff Jarrett. Also wir werden sehen, wie Jeff Jarrett sich da präsentiert. Ich glaube aber nicht, dass man viel erwarten kann. Einfach weil Jeff Jarrett schon in viel besserer körperlicher Verfassung war. Das sieht man einfach. Aber ich bin gespannt. Aber ich glaube, unterhaltsam wird es auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Mann, ich entschuldige mich nochmal. Also ich habe da so eine Vermutung. Ich mache jetzt mal eine Prediction, wie das Match ablaufen wird. Weil ja, es ist bestätigt und es wird passieren folgendermaßen. Elias sitzt wieder im Ring, zieht sein Ding durch. Dann kommt Jeff Jarrett, erzählt seinen Running Gag mit Jeff und Jarrett. Ja, dann rennen beide 2 Minuten durch den Ring. Elias zieht ihm seine Gitarre über den Schädel, das Match ist beendet. Ja, denke ich auch, dass es so passieren wird. Man wird, denke ich, Jeff Jarrett da jetzt nicht wirklich sonderlich viel im Ring machen lassen. Denke einfach, er wird das relativ schnell verlieren. Aber an sich die Idee dahinter, den einfach wieder in den Ring zu stecken, finde ich nicht sonderlich gut. Aber was ich auch noch sagen wollte, man, so ein bisschen so ein kleiner Detailfuchs bei mir, man hat bei Road Dogg, als er rausgekommen ist, ich fand es irgendwie schon nice, dass er ein Becky Lynch T-Shirt getragen hat. Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Road Dogg, der, okay, etwas breit geworden ist, aber das ist gerade nicht das Thema. Einfach mit dem Becky Lynch T-Shirt. Ist super. Ja, und Road Dogg ist ja auch hinter den Kulissen sehr aktiv als Producer und so. Genauso wie er neuerdings auch Jarrett. Also, auf jeden Fall mal nice gewesen. Ich verstehe es nicht ganz. Ich find's auch geil. Ich verstehe es aber nicht ganz, weil meines Erachtens ist das ein Move, um eben Becky Lynch noch mehr overzubringen, weil so ein gigantischer Held aus der Vergangenheit wie Road Dogg trägt ein Becky Lynch T-Shirt, damit muss die Frau ja geil sein. Ich meine, ist sie, aber da brauchen wir hier nicht drüber reden. Aber warum? Weil der Aufbau und der Pop, den Becky Lynch aktuell hat, ist meines Erachtens sowieso schon so krass, dass das eigentlich schon wieder völlig, ja, unnötig war. Also ich fand's relativ nice, aber ja, danach ging es Backstage weiter mit Natalya und Dana Brooke. Finde ich so eine Zusammensetzung, wo man wieder vom Klassischen reden kann. Die suchen jetzt irgendwelche Wrestler, die sie zusammenstecken können, um da irgendwelche Qualifying-Matches zu machen. Hat man am Ende ja dann auch gemacht. Natalya und Dana Brooke gegen Sarah Logan und Liv Morgan. Am Ende hat das Riot Squad gewonnen, finde ich die bessere Entscheidung. Kein gutes Match jetzt schon, aber finde ich auch nicht wirklich ziemlich schlecht. Kurzes Match hätte ich nicht gebraucht, besonders in der Zusammensetzung nicht, aber dass da Riot Squad gewonnen hat, finde ich ziemlich gut. Ja, man muss ja auch sagen, dass eigentlich Ember Moon die Partnerin von Natalya gewesen wäre, aber die ist ja jetzt, glaube ich, 3 Monate verletzt. Ich weiß jetzt gerade nicht, was er hat. Könnt ihr was sagen, wenn ihr das wissen solltet? War auch abzusehen, dass der Riot Squad gewinnt, zumal ja der Riot Squad sowieso schon in der Fehde mit Natalya steckt und dass da so eine Situation passiert war. Irgendwie auch schon ein bisschen abzusehen. Ja, Zusammensetzung, wie gesagt, finde ich nicht sonderlich gut. Klar, Ember Moon ist verletzt, aber vielleicht hätte man da jemand anderen finden können, der einen besseren Bezug zu ihr hat und jetzt nicht Dana Brooke. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass sie nicht gewonnen haben, weil so kann man dann sagen, okay. Und ja, danach kam Mojo Rawley wieder backstage, beziehungsweise kam nicht, sondern saß vor einem Spiegel und hat sich selbst angebrüllt und meint ja von wegen, er müsse sich jetzt verändern und was weiß ich, finde ich nicht gut. Weil Mojo Rawley, also dass er im Ring nicht gut ist, ist, denke ich, kein Geheimnis. Aber dass er jetzt irgendwie auch anscheinend einen Push bekommen soll, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich kann euch sagen, ich halte davon überhaupt nichts. Ich mag den Typen nicht. Ich finde ihn nicht gut. Ich hoffe, dass er keinen Push bekommt. Er wird einen Push bekommen, einfach weil die WWE gerade krampfhaft versucht, alle noch vorhandenen Wrestler da zu behalten. Denn entgegen dem, was wir ja vermutet haben und entgegen dem, was ein gewisser Herr Jericho ja im Internet verbreitet, gibt es ja schon wieder Gerüchte, dass sowohl Itami als auch Dean Ambrose dann nach ihrem Abgang beziehungsweise bei Ambrose nach WrestleMania und Itami jetzt schon zu AEW gehen. Obwohl man ja gesagt hat, wir von AEW, wir haben überhaupt kein Interesse an den ganzen Wrestlern. Ist klar. Verstehe ich. Ja, was bleibt uns also übrig? Wir bieten den Herrschaften mehr Geld, was ja auch passieren soll. Die Verträge sollen ja zeitgemäßer werden, so der originale Wortlaut aus unseren Informationen. Denn es gibt ja Verträge, die sind ja angeblich schon so alt und überhaupt nicht mehr angemessen. Auch eine schöne Formulierung für, ja, ihr habt eigentlich Scheißverträge, das wissen wir, aber
Wir müssen da mal was dran machen, nur damit er ein bisschen länger bleibt. Und von daher müssen wir wahrscheinlich auch Mojo Rawley mit Push ertragen. Ja gut, aber wenn man ihn pusht, dann bitte ohne Titel. Man kann ihm von mir aus viele Matches gewinnen lassen, ist mir relativ scheißegal. Aber sobald er den Titel gewinnt, bin ich da raus. Ähnlich geht's mir auch. Man kann ihm von mir aus ein paar Siege holen lassen. Hab ich nichts gegen. Aber sobald es in Titelregionen geht, hab ich darauf keine Lust mehr. So ist meine Meinung. Ja, danach kam dann Ronda Rousey in die Halle, denn man hat zuvor ja schon eine Open Challenge von ihr angekündigt, was sie ihr schon beim letzten Mal gemacht hat, als sie ihren Titel direkt verteidigt hat, dass sie direkt danach ihren Titel nochmal verteidigen möchte. Diesmal ist Bayley rausgekommen, einen Tag zuvor Sasha Banks, danach Bayley, so die kleine Rache für Sasha Banks, denke ich mal. Und ja, fand ich an sich ein gutes Match, ging auch relativ lang und man hat, denke ich, beiden zeigen lassen, was sie können. Bei Ronda Rousey bin ich sowieso momentan ziemlich überrascht, weil sie sich ja immer von Mal zu Mal verbessert. Finde ich gut, auch eine Bayley hat endlich mal wieder ein bisschen mehr zeigen dürfen. Am Ende hat dann Ronda Rousey gewonnen und ja. Auf jeden Fall. Ziemlich gut. Nicht erwartet, aber man hat beiden wirklich Zeit gelassen. Man hat den beiden Zeit gelassen, das fand ich sehr gut und jetzt bin ich gespannt, wer als nächstes gegen Ronda geht, bevor es dann bei WrestleMania gegen Becky. Ja, also das Match war meiner Meinung nach auch richtig gut. Am Ende mit Rousey war auch wieder so klar, da ja das dann Sinn machen würde, dass Sasha und Bayley die Tag-Team-Titel gewinnen sollen, würde das auch mehr Sinn machen, dass Ronda Rousey gewonnen hat. Und natürlich halt wieder mit ihrer Armbar, wie sie eigentlich jedes Match beendet, außer das gegen Sasha Banks. Warum man das da gemacht hat, dass man das nicht mit der Armbar beendet, habe ich nicht verstanden, aber naja. Ich denke, dass man Ronda Rousey jetzt so von dem, sie kann nur mit Armbar Stempel weg bringen will und dass sie auch mal andere Moves zeigt, mit dem sie dann ihr Match beendet. Das finde ich, denke ich, auch ziemlich gut, weil wenn sie immer nur mit ihrer Armbar gewinnt, dann kann man sie eigentlich nur darauf reduzieren. Das ist wie bei Brock Lesnar. Dem hat man jetzt auch, glaube ich, mehrere Jahre nur noch nach dem F5 gewinnen lassen, teilweise auch schon nach einem. Ich finde es dann ziemlich gut, dass man das bei Ronda Rousey nicht irgendwie mehrere Jahre durchzieht, sondern dass sie jetzt auch mal ihren Rowdy Buster benutzt und ich habe da eigentlich nichts dagegen. Ja, aber am Ende vom Match haben sie sich dann die Hand gegeben und dann kam etwas, was ich so auch nicht erwartet habe. Also man hätte sich vielleicht denken können, ja, aber es war ja eigentlich für die SmackDown-Folge nach Raw, also den Tag später, angekündigt, dass sie da ihre Entscheidung treffen wird. Sie hat es allerdings schon bei Raw gemacht und der Pop, den Becky natürlich wieder bekommen hat, unfassbar. Das ist bei ihr aber, denke ich, schon vorprogrammiert. Und auch hier wieder mein kleiner Detailfuchs. Sie hat ja die vier Finger gezeigt für die Four Horsewomen. Da wird, denke ich, auch vielleicht bald mal was dazu kommen. Vielleicht schon bei WrestleMania, dass sie da irgendwie eingreifen werden. Man wird sehen. Aber ich denke, da kann man gerade bei der Fehde von den beiden mit Rosie und Becky was ziemlich Gutes draus machen. Ja, mein absolutes Lieblingssegment aus der Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn dieses Segment hat auch im Nachgang noch so viel hinterhergezogen, dass man ja Berichte gelesen hat, dass der Superface von Raw, also Ronda himself, herself in dem Fall, Entschuldigung, mega angepisst war über die Publikumsreaktion während ihrer Promo gegenüber Becky Lynch. Ich meine, was hat sie erwartet? Becky Lynch war sowas von over, ist sowas von over. Der hättest du, glaube ich, John Cena, Ronda Rousey und The Rock gegenstellen können. Das hätte genau die gleichen Reaktionen mit sich gebracht. Und ja, jetzt hast du außerhalb der WWE dieses Ronda ist total angepisst. Innerhalb der WWE muss sie die Grinsebacke spielen. Bin gespannt, wo das hingeht. Ohne Witz. Ja, wie du auch schon gesagt hast, ich frage mich, was sie sich da erwartet. Sie ist in der Fehde mit, ich denke mal, der obersten Person im gesamten Roster, was auch Männer angeht. Ich glaube, keiner ist so over wie sie momentan, auch ein Seth Rollins nicht, dass sie da natürlich hier ihre Buhrufe abbekommt und sie natürlich in der Fehde, sag ich mal, als Depp rausgeht. Das ist eigentlich vorprogrammiert und das braucht sie sich eigentlich nicht wundern. Deswegen verstehe ich nicht, wieso sie jetzt außerhalb der WWE so angepisst darüber ist. Ich denke, das sollte ihr klar sein, aber ja, sie ist halt relativ neu in dem Business, ist halt so. Deswegen denke ich, dass sie da einfach noch nicht so wirklich viel Erfahrung damit hat. Und dass sie halt einfach dachte, okay, sie ist Face, sie muss gefeiert werden, aber halt mit Becky geht das schon. Und was das Match halt bei WrestleMania betrifft, soll es, wie ich halt jetzt mitbekommen habe, auch ein Einzelmatch bleiben und nicht ein Triple Threat Match mit Charlotte noch dazu. Charlotte soll, so wie ich gehört habe, gegen Asuka um den
Women's-Titel bei WrestleMania antreten. Ja, das könnte dann ein richtig gutes Match zwischen den beiden geben. Beides gute Techniker, beides Submission-Experten, aber Becky durfte ja wegen Rousey ihre Armbar auch nicht mehr so wirklich zeigen. Ja, wir werden sehen, wie es genau weitergeht in dieser Fehde. Ich finde es allerdings gut, dass man Becky gegen Ronda im Einzelmatch lässt, also lassen will. Kann sich natürlich immer wieder was dran ändern. Aber ich würde es feiern, wenn diese beiden bei Mania den Main Event Spot bekommen würden. Ja, ich denke auch, dass es ein ziemlich gutes Match werden wird, besonders eben wegen den ganzen Submission Moves. Und ich meine, beide sind jetzt auch nicht scheiße im Ring. Gerade in der Ronda Rousey ist es auch nicht mehr. Klar, sie war am Anfang jetzt nicht die Beste, aber sie hat am Anfang schon gezeigt, dass sie auf jeden Fall schon vor ihrem ersten Auftritt ziemlich viel gelernt hat. Also sie war von Anfang an nicht komplett scheiße im Ring, wie andere in dem Roster. Aber das kann schon ein ziemlich gutes Match werden. Allerdings, ja, 1-gegen-1 Match denke ich auch, dass es so passiert wird. Aber gerade mit der Four Horsewomen-Geschichte denke ich, dass der Charlotte Flair schon irgendwie ihre Nase in dem Ganzen drin haben wird. Auch wenn sie vielleicht nicht im Match stehen wird, aber da wird man bestimmt was draus machen. Aber gut, danach ging es dann ins nächste Match. Das war auch angekündigt. Braun Strowman gegen Drew McIntyre hat Drew McIntyre nach einem Eingriff von Baron Corbin verloren. Warum man da Baron Corbin jetzt wieder einbezieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ein Drew McIntyre braucht Baron Corbin einfach nicht. Und Baron Corbin sollte, denke ich, sein eigenes Ding durchziehen, weil er zieht momentan eh nicht. Ein Drew McIntyre zieht und man wird auch einen Baron Corbin nicht mit einem Drew McIntyre irgendwie wieder overbekommen. Ich verstehe nicht, wo man da hinkommen möchte und wie das Ganze weitergehen soll mit den beiden. Ich hoffe einfach, dass da nicht wirklich viel was draus gemacht wird. 6 Minuten ging das Match, relativ solide, aber ich denke, da geht auf jeden Fall auch mehr. Ja, die Sache hat ja auch eine kleine Vorgeschichte mit Corbin und McIntyre, wo sie Strowman verletzt haben. Vielleicht baut man da auch wieder irgendwas auf, dass sich Braun Strowman vielleicht gegen beide stellt und gegen sie antreten tun. Vielleicht ja schon bei Chamber so ein 2-gegen-1 Handicap-Match oder bei Fastlane. Also bin mal gespannt, wo sie das noch hinführen soll. Ja, ich weiß auch nicht, was das Ganze soll. Mit Baron Corbin, lass ihn seine Sachen machen, aber doch bitte nicht in die Sachen von Drew McIntyre einmischen lassen. Drew McIntyre ist so gut, der kann sich auch gegen Strowman stellen und trotzdem dabei gut aussehen. Weil er auch selbst nicht der Allerkleinste ist und auch nicht der Allerschmalste. Also, ja, wir werden sehen, was daraus passiert. Ansonsten muss ich darüber jetzt auch nicht noch mehr sagen. Ich hoffe einfach, dass man Baron Corbin jetzt aus den ganzen Sachen raushält, dass er vielleicht weiter sein eigenes Ding macht. Und ja, aber mit Drew McIntyre einfach nein. Denn wie du schon gesagt hast, er ist selbst ziemlich groß, hat selbst was auf den Rippen, sag ich jetzt mal. Zwar kein Fett, aber halt was Muskeln angeht. Ich denke, er kann mit Braun Strowman auch relativ gut alleine mithalten. Dass man dann danach ihn auch wieder mit einem Stuhl geschlagen hat und was weiß ich. Klar, typische Heel-Aktion, aber das hätte er auch alleine machen können. Dafür braucht er keinen Baron Corbin. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Aber gut, da will ich jetzt auch nicht wirklich viel noch drüber verlieren. Vielleicht wollen die anderen noch was drüber sagen, aber ich denke nicht. Ich glaube einfach, dass Corbin der WWE auch die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, entweder ihr macht was mit mir oder ich bin weg. Weil jeder Wrestler bei der WWE befindet sich jetzt einfach in einer unheimlich guten Verhandlungsposition, weil sie jederzeit an eine neue Tür klopfen können. Ob sie angenommen werden oder nicht, ist dann die Frage. Aber das ist dieses Konkurrenzding. Die WWE hat jahrelang keine Konkurrenz gehabt. Aber jetzt ist plötzlich welche da. Ja, aber ich finde, da hat die WWE, denke ich, auch andere Möglichkeiten als jeden verschiedenen Wrestler, der erstens gar nicht mal wirklich so gut im Ring ist und bei dem manche sowieso kein Interesse dran haben werden, weil ich kann mir nie vorstellen, dass All Elite Wrestling irgendwie Interesse an dem Baron Corbin haben will. Denn All Elite Wrestling steht meiner Meinung nach für gutes Wrestling und das kann Baron Corbin einfach nicht. Aber da schweifen wir jetzt auch langsam wieder ab, deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Segment. Denn jetzt geht's für Seth Rollins in seine wichtige Entscheidung, denn er muss sich jetzt entscheiden, wen er bei WrestleMania hier herausfordern möchte. Und bevor Seth Rollins aber rausgekommen ist, kam schon Brock Lesnar raus und dann hat hier
Paul Heyman wieder seine Standard-Promo gehalten, von wegen, ja, er würde ja ihm abraten, davon ihn zu wählen, denn er würde eh verlieren und wenn er irgendwie nicht gedemütigt werden möchte, sollte er Daniel Bryan nehmen und so diese Freund-gegen-Freund-Geschichte, was Seth Rollins am Anfang auch schon angesprochen hat, fände er ja besser und keine Ahnung was. Aber das hat sich Seth Rollins nicht gefallen lassen, denn er kam direkt raus und wollte ihn angreifen, hat sich dann direkt aber ziemlich schnell in F5 gefangen. Also irgendwie will keiner was dazu sagen, deswegen sage ich jetzt nochmal irgendwie meine Meinung dazu. Ich muss ehrlich sagen, dass sich Seth Rollins direkt in F5 gefangen hat, finde ich nicht wirklich sonderlich gut. Hätte vielleicht ein bisschen mehr zeigen können. Klar, es ist Brock Lesnar, aber direkt in F5 und dann gerade auch 6 Stück, dass irgendwann Brock Lesnar nicht gedacht hat, nee, ich lasse es lieber, finde ich ein bisschen schade, aber 6 Stück, bisschen zu viel. Ja, ist auch meinerseits viel zu viel, finde ich. Nee, man muss Seth Rollins nicht nach seinem Mumble-Sieg bei War direkt so zerstören lassen. Natürlich baut man damit Brock Lesnar wieder auf, aber Brock Lesnar muss auch gar nicht so aufgebaut werden, denn Brock Lesnar ist der Champion. Aber, naja, für mich war das etwas viel. Naja, für mich waren die 6 F5s auch ein bisschen viel. Vor allem dieser letzte auf den Universal-Titel, das sah schon relativ hart und schmerzhaft aus. Ich weiß auch nicht, was ich so wirklich dazu sagen soll. Vielleicht hat ja Daniel noch irgendwie was er dazu sagen kann, irgendwie eine Meinung. Sieht nicht so aus, deswegen würde ich sagen, beenden wir das ganze Raw-Thema und gehen rüber zu SmackDown, denn da ist auch einiges passiert. Ja, denn Becky Lynch kam direkt am Anfang raus. Das ist, denke ich, so momentan so die Standardphrase bei SmackDown. Das Erste, was passiert, Becky Lynch kommt raus. Man hat so einen kleinen Rückblick gezeigt, wen sie von ihrer Promo bei Raw, wen sie herausfordern wird. Finde ich wieder eine ziemlich starke Promo von Becky Lynch, sie kann es ja auch. Dass dann Charlotte Flair rausgekommen ist, irgendwie vorhersehbar, aber auch irgendwie unnötig. Ja, es war schon irgendwie unnötig, finde ich auch. Aber ansonsten hast du da wieder gut den Heat zwischen den beiden aufgebaut, dass da wieder was passiert. War unterhaltsam, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, mehr kann ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, beziehungsweise will ich gar nicht. Es war gut, aber es hätte nicht sein müssen. Also ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich frage mich jetzt halt wieder, versucht man vielleicht doch Charlotte wieder in dieses Match zwischen Rousey und Lynch irgendwie da reinzubucken? Wäre für mich auch unnötig. Ich finde aber, die WWE macht das mit dem Thema ziemlich gut, weil sie lässt jetzt die ganzen Fans denken, oh, Charlotte kommt da eh rein, wie scheiße, und am Ende wird es eh nicht passieren. Und ich denke, so macht man das relativ gut. Ich hoffe natürlich, dass es am Ende noch nicht passiert, aber wenn man das so weiter aufbaut, so von wegen, ja, jetzt kommt sie da doch rein und dann wird sie am Ende dann irgendwie für Becky so zerstört, dass es nicht geht, fände ich schon eigentlich ziemlich nice. Ja, und so ganz unnötig war es ja nach neuesten Meldungen auch nicht, denn jetzt hat ja vor kurzem selbst Stephanie reagiert auf die aktuelle Promo von Becky Lynch und hat Becky für nächste Woche nämlich zu Raw eingeladen. Also von wegen, man möchte jetzt Becky direkt zu Raw schicken und dann wahrscheinlich diese ganzen Schade-Flair-Dinge auch wegfallen lassen. Wäre auch eine Möglichkeit. Und ich denke, so kann man das auch besser aufbauen, wenn beide in derselben Show sind. Muss man halt dann sehen, wie man das macht. Aber vielleicht ist es so auch besser für den Aufbau. Ja, danach ging es dann ins erste Match. Denn nachdem R-Truth ja seinen Spot im Rumble verloren hat an Nia Jax, hat er direkt ein United States Title Match bekommen dafür. Und ja, das Match ging 7 Minuten. Und am Ende hat R-Truth den Titel tatsächlich gewonnen nach einem Einroller. Ziemlich verbotscht sah das aus. Ob es am Ende wirklich ein Botch war, weiß ich nicht. Möchte ich auch gar nicht beurteilen, denn danach ist ja auch noch was dazu passiert. Aber wie seht ihr das Ganze? Wenn ich ganz kurz darauf eingehen darf, wir haben uns ja eben schon mal kurz darüber unterhalten, als Michi selber sagte, wie passend das doch eigentlich ist, dass ich in der letzten Podcast-Folge noch gesagt habe, man darf also gespannt sein, wie lange ein Shinsuke Nakamura noch Titelträger ist. Ging ja dann schneller als gedacht, dass wir ihn wieder loswerden. Und ja, R-Truth, okay, er verteidigt seinen Titel gegen Shinsuke Nakamura mit einem Einroller relativ fix. Ja, und dann kommt was, womit eigentlich keiner gerechnet hat. Und was meines Erachtens, und das riecht mich an dem Match so hart auf, nicht, dass ich es R-Truth mit seinem Alter nicht gönne, noch mal einen Titel zu haben, um Gottes Willen. Aber es regt mich so hart auf, dass man mit diesem Spot bei der SmackDown-Folge das Match im Royal Rumble so hart unnötig gemacht hat. Alter! Ja. Ich gönne es R-Truth auch wirklich sehr. Er hat nach seiner langen Karriere, hat er jetzt einfach nochmal einen Titel verdient gehabt. Und er ist ja auch immer noch gut im Ring. Und vor allen Dingen immer noch sehr unterhaltsam. Ja,
Shinsuke Nakamura sind wir jetzt eher losgeworden, wie ich dachte. Freut mich aber, da ich mit Shinsuke Nakamura im Moment echt nichts anfangen kann. Naja, und dann kam ja noch Rusev rein und hat ja einen kleinen Heel-Turn hingelegt, würde ich mal sagen. Was das wieder sollte, weiß ich nicht. Naja, er hat dann Artruf direkt zum Match herausgefordert. Das Match kam und Artruf gewinnt wieder per Einroller. Hat also direkt danach, nach ein paar Minuten, seinen Titel direkt verteidigt. Kann man so machen, war ganz witzig. Ja. Ja, also zu dem Match von Artruf gegen Nakamura. Am Ende sah es ein bisschen danach aus, als ob Nakamura bei kurz vor drei nochmal rausgekommen ist. Aber man hat es in der Wiederholung auch nicht so ganz klar sehen können, ob es so war oder nicht. Dann das Match mit Rusev. Es war auch relativ schnell vorbei. Aber vielleicht sieht man ja da beim Chamber oder Faster in Triple Threat Match zwischen den dreien. Ich muss ja auch ehrlich sagen, dass auch wenn jetzt vielleicht das Finish bei Nakamura gegen Artruf gebotcht war, finde ich, hat man es danach gut gelöst und hat eben trotzdem den Titel behalten lassen. Weil wenn man ihm jetzt direkt den Titel wieder abgenommen hat, dann hätte sich jeder wieder beschwert, oh, war ja eh verbotscht und so. Und jetzt denken wahrscheinlich ziemlich viele, es war kein Botch. Und mir ist auch eigentlich relativ egal, ob es ein Botch war oder nicht, denn er hat den Titel verdient. Und daraus kann man, denke ich, eine gute Sache machen. Vielleicht nicht allzu lang. Und wenn sich Rusev einmal den Titel wieder zurückholt, bin ich damit auch eigentlich einverstanden. Ja, Bruce hat mich letzte Woche sowieso noch ein bisschen länger begleitet. Schon mit seinem Auftritt beim Royal Rumble. Denn da ist nach dem Royal Rumble, bin ich ja, sag mal, an Informationen oder an Ideen geraten, wie man diese Situation rund um Artruf im Royal Rumble hätte noch viel besser lösen können. Und ich dachte, ich lasse euch da jetzt trotzdem noch mal kurz dran teilhaben, denn da lässt sich auch unheimlich gut drüber diskutieren, weil klar, du hattest die Geschichte beim Frauen-Rumble mit Lana und Becky Lynch, wo dann Becky natürlich dazwischen kam und dann schickst du im Prinzip beim Männer-Rumble Nia Jax mit raus, ich weiß wofür, schick dich vorweg, und lässt Artruth attackieren. Das hätte man viel besser verbucken können. Man macht seit Monaten, macht man Artruth zu einem, der im Schädel total verwirrt ist, der sich bei Survivor Series an beide Teams anschließen will, weil er nicht weiß, zu welchem Team er gehört. Er will sich ins Frauenteam einarbeiten. So durch ist er im Kopf. Warum ist man nicht hingegangen und hat gesagt, okay, passt auf, wir haben das jetzt so aufgebaut. Wir sagen einfach, er hat seine Nummer 30 vergessen. Das hätte so gut funktioniert. Und man hätte weniger Theater gehabt mit den Zuschauern, die den Spot nicht verstanden haben. Man hat ja auch mit Truth schon relativ früh die Comedy-Schiene geschoben. Man hatte ja zum Beispiel, ich weiß nicht mehr ganz genau, was das für ein Match war, aber er hat sich ja auch mal in dem Match die Leiter geschnappt und wollte sich den Titel holen und hat dann gemerkt, dass da kein Titel ist. Oder zum Beispiel auch bei dem Turnier damals um den WWE-Championship, wo er sich in das Match einschleusen wollte, aber dann eigentlich da nicht drin war und keine Ahnung, man hat das mit Artruf schon relativ früh mal aufgebaut. Klar, so wie es Daniel jetzt gesagt hat, finde ich eigentlich auch besser, aber ich wüsste halt nicht, wie die WWE da am Ende was draus gemacht hätte. Vielleicht hätte sie es am Ende dann auch wieder komplett verschissen, man weiß ja nie bei der WWE, aber an sich hört sich das von Daniel eigentlich schon besser an. Ja, was heißt, die WWE hat's verschissen? Wenn du die Autonormal-Fans fragst, hat die WWE ja, hat sich's ja verschissen, so wie sie es gemacht hat, weil alle das ja total kacke fanden mit Nia Jax. Ich war ja der Einzige irgendwie, der auch in unserer Runde während der Live-Ausstrahlung das noch versucht hat zu verteidigen, eben wegen diesen Intergender-Matches. Aber wenn du so die Allgemeinheit fragst, war das doch alles für den Arsch. Also verbuggt haben sie es doch so oder so, wenn du die Allgemeinheit fragst. Ja, stimmt. So oder so sind manche Leute nicht damit zufrieden. Aber ich finde auch, das, was du gesagt hast, wäre vielleicht besser gewesen. Aber nun mal kann man daran nichts mehr ändern. Ja, nach den zwei Matches ging es dann im Backstage-Bereich weiter. Denn da hat man dann Becky Lynch nach ihrem Zustand gefragt und man hat dann auch so ein bisschen rauskristallisieren lassen, dass sie ja keine medizinische Hilfe haben möchte. Vielleicht, weil sie eben nicht verletzt ist, was ich auch nicht denke. Aber da bin ich auch gespannt, was draus wird. Wenn man jetzt nämlich eine Becky Lynch irgendwie verletzt rausschreit aus dem Match, fände ich ziemlicher Bullshit. Deswegen hoffe ich auch nicht, dass das passiert. Aber man kennt die WWE. Ich bin gespannt, wie es da echt weitergeht. Wenn man hat natürlich jetzt auch die
Fußverletzung vom Rumble weitergesellt. Und wenn man dann natürlich weiter draufhaut, das hat die WWE früher schon immer oft gemacht und dann war am Ende jemand verletzt rausgeschrieben worden. Deswegen hoffe ich, dass es hier nicht der Fall ist. Also ich denke persönlich, man wird die Verletzung weiter verkaufen, aber eher als etwas, was Becky noch stärker dastehen lässt, denn man lässt die jetzt weiter auftreten, man lässt die mit in Anführungsstrichen Verletzung weiter in den Ring steigen und sie gewinnt trotzdem. Ich glaube, da geht der Weg hin. Ja, das wäre ja gar nicht schlecht, wenn man sie jetzt noch stärker aussehen lässt. Ich würde es feiern. Ich mag Becky. Ich finde, so wie Becky im Moment dargestellt wird, ist es absolut super. Aber ja, wir werden sehen. Schließlich ist er ja the man. Die kann das schon vertragen. Ich denke auch, dass sie mit der Verletzung trotzdem weitermachen wird. Wäre, finde ich, auch die beste Entscheidung. Denn Becky Lynch da jetzt rauszuschreiben, wäre dumm. Nicht nur, was irgendwie das Match angeht, sondern halt auch wirklich das Standing von der WWE allgemein. Aber danach ging es weiter, denn dann ging Rey Mysterio zum Ring. Ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwie ein Match gehabt hätte gegen irgendwen, aber er wurde von Zelina Vega unterbrochen und sie hat halt dann auch irgendwie gemeint, ja, von wegen, es wäre ja feige gewesen, sie von der Ringseite verbannen lassen zu lassen. Und als wäre er dauerhaft abgelenkt von ihr oder was weiß ich. Und dann kam Andrade von hinten und hat ihn angegriffen. Also denke ich, macht man da wirklich eine richtig gute Fehde draus. Und da muss ich ehrlich sagen, bitte, denn die Matches sind schon verdammt stark gewesen. Und so ein Match bei WrestleMania hätte ich nichts dagegen. Aber da ist er auch noch eine Weile hin. Stimmt, was dagegen hätte ich auch nicht. Ja, ich muss es jetzt einfach wieder sagen. Wir werden sehen, was passiert. Ich hoffe, dass man die Fehde etwas weiterzieht. Also so 2-3 Matches von denen könnte ich mir gerne nochmal ansehen. Ich glaube auch, dass sie die Fehde noch ein bisschen weiterziehen. Könnte mir auch vorstellen, dass sie bis WrestleMania die Fehde ziehen. Und vielleicht spielt ja dann auch ein Sin Cara in dieser Fehde noch eine wichtige Rolle. Weil wie wir ja wissen, soll Sin Cara ja da auch dann mit eingebunden sein. Jetzt nicht gerade in der Fehde, aber mit Rey Mysterio. Wäre ja eine Möglichkeit, dass man das Ganze bis WrestleMania zieht und dann dieses angedeutete Sätze nochmal voraus, dass das alles nur noch Gerüchte und Vermutungen sind, dieses angedeutete Table aufzubauen, wo dann ja ein Rey Mysterio und ein Sin Cara drinstecken. Ja, wer weiß. Was mich daran stört, ist tatsächlich, ich kann mir noch nicht vorstellen, wie man Andrade bzw. Zelina Vega ordentlich als Face darstellen will. Hat schon bei NXT nicht funktioniert. Aber das ist das Problem der WWE. Also ich denke tatsächlich, ein Andrade als Face würde schon funktionieren. Man muss es halt nur richtig aufbauen. Aber eine Zelina Vega würde ich dann nicht mehr an seine Seite stellen. Besonders nicht an die Seite von dem Stable. Denn eine Zelina Vega ist meiner Meinung nach besser als Heel-Manager geeignet, als irgendwas anderes. Ja, ich denke auch, dass sie den Andrade im Main-Roster als Face gut pushen können. Und da würde es ja auch nicht wirklich Sinn machen, eine Zelina Vega da mit an den Rand als Manager zu stellen. Ja, danach ging es weiter im Backstage-Bereich, denn da kamen Carl Anderson und Luke Gallows endlich mal wieder zum Vorschein, haben auch mal wieder endlich TV-Zeit bekommen, auch wenn nicht lange, und haben Rusev herausgefordert, mit Shinsuke Nakamura zusammen, weil sie ja meinten, es wäre feige gewesen, ihn so anzugreifen und was weiß ich. Und dann kam Nakamura von der Seite und hat die Challenge accepted, womit Rusev ja anscheinend nicht so einverstanden war. Oh mein Gott, mir fällt da gerade was Erschreckendes zu ein. Warum ist mir das nicht eingefallen, als ich das gesehen habe? Was wäre denn, wenn die jetzt ernsthaft aus Rusev und Nakamura auch ein Tag-Team machen? Alter, alleine der Gedanke ist gruselig. Ja, das könnte schon was Gutes werden mit Nakamura und Rusev. An Nakamura jetzt zwar im Tag-Team finde ich jetzt zwar nicht so passend, aber wir werden sehen, was die WWE draus macht. Zumal ja dieses bunt durchgemischte Tag-Team-Verhalten in letzter Zeit und das Pushen der Tag Team Division schon etwas im Vordergrund stehen soll. Also ja, mich würde es tatsächlich auch nicht wundern, wenn die beiden im Tag Team sein werden, aber ich würde es ehrlich gesagt nicht so wirklich feiern. Gerade einen Rusev mit dem Shinsuke Nakamura zusammenzustellen, passt für mich eigentlich nicht. Und Rusev als Guter im Ring, Nakamura als gerade in der WWE nicht so Guter im Ring. Mir ist durchaus bewusst, dass er vielleicht außerhalb von der WWE viel mehr kann, als er in der WWE zeigt. Aber in der WWE ist er meiner Meinung nach einfach nicht so, wie er sein könnte.
Und da würde ich ihn mit einem Rusev nicht gerne sehen wollen. Ja, geht mir ähnlich. Ich weiß, was Nakamura kann. Versteh mich nicht falsch, aber in der WWE finde ich diesen Mann einfach nur schrecklich. Ich finde ihn schrecklich. Rusev zeigt wenigstens ab und zu mal was, was er kann. Von daher würde ich das nicht ganz so feiern, dieses Tag Team. Naja, wie Michi schon gesagt hat, wir werden es erfahren. Bete halt nur, dass sie nicht wieder auf die Schiene gehen, so League of Nations 2.0, weil das wäre ja durchaus gegeben mit den beiden. Und ja, ich kann das nur unterschreiben. Ein Rusev als Singles-Wrestler funktioniert so gut. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt den Turn nicht so ganz nachvollziehen kann, zumal dieses Rusev-Day-Gimmick ja gezogen hat wie sonst noch was. Ja, und Shinsuke war so jemand, den habe ich gefeiert, als er kam. Dann war er 2 Wochen da und ich habe gedacht, ja, er ist halt da. Gut, jetzt haben wir halt den Punkt wieder. Du weißt nicht mehr, was du mit ihnen machen sollst, weil Titel haben sie keinen, warum auch immer. Erklärt aber die Titelverteidigung von Artus gegen beide. Also stopfen wir sie am besten in die bald zu pushende Tag Team Division. Wunderbarer Plan der WWE. Nicht. Ich bin da auch nicht wirklich begeistert von, wenn das passieren würde. Besonders, weil du hast eigentlich schon relativ gute Tag Teams bei SmackDown sitzen. Und wenn man jetzt noch bedenkt, du hast Sanity bei SmackDown, die wirklich gar keine Zeit bekommen, die ja anscheinend auch schon sehr unzufrieden sein sollen, wie man auf Twitter oder wo das auch immer war, das hat mir Marcel mal erklärt, beziehungsweise halt gesagt, du hast Sanity, die nicht wirklich begeistert sind, wie sie gerade dastehen, und dann noch Rusev und Nakamura dazu zu tun. Gerade bei SmackDown einfach, wenn du die Tag Team Division pushen möchtest, kein guter Zug. Ja, aber wenn du dir das anguckst, aktuell Sanity lasse ich jetzt mal gerade außen vor. Ich verstehe, was du meinst und ich unterschreibe das total. Aber das Problem ist doch, ich weiß nicht, mit wem ich darüber... Ach so, doch, wollte ich sowieso gleich noch drauf eingehen. Der Michi und ich, wir hatten ja gestern auch eine schöne Unterhaltung mit einem anderen Kollegen, mit dem Ringo, der als allererstes die Frage in den Raum geworfen hat, warum zur Hölle gegen die Usos jetzt den 1200. Titelmatch-Versuch. Warum? Du hast eben dann so Tag-Teams wie Sanity, wie von mir aus auch jetzt dann in Zukunft hoffentlich noch ein bisschen länger die aktuellen Titelträger. Du kriegst aber trotzdem immer nur dieselben vorgesetzt. Das ist furchtbar. Und dann bauen sie jetzt krampfhaft neue. Was soll der Scheiß? Zumal man ja auch sagen muss, du hast in einem Fail Forward, wo wir später noch dazu kommen werden, hattest du die Usos, The Bar und halt New Day, wovon du jetzt Bar wegstreichen könntest, weil die würdest du gerne vielleicht noch als Champion sehen. Aber gerade die Usos und New Day, die schon so oft eine Titelchance gehabt hätten, hättest du rausstreichen können und dafür andere reinbringen können. Oder du hättest jetzt eigentlich für mich den besten Move bringen können, den du machen könntest, und hättest Heavy Machinery gewinnen lassen können. Ja, entweder Heavy Machinery gewinnen lassen können, oder man lässt einfach mal die Usos oder den New Day einfach mal komplett weg. Denn, wie Daniel schon angesprochen hat, da gibt's immer noch Sanity. Und da gibt's auch den Club, die Good Brothers, Carl Anderson und Luke Gallows. Was mit denen ist, weiß irgendwie auch kein Mensch. Die sind so gut, aber es passiert gar nichts. Und das frustriert mich immer mehr. Ja, das sehe ich genauso wie ihr. Also, warum Usos und Judah in diesem Match standen, frage ich mich auch. Zumal man ja weiß, dass gerade The Club mega unzufrieden sind. Und jetzt baue ich mir mit einem Fatal 4-Way-Match schon eine Tür, wo ich möglichst viele reinkrieg. Und dann lasse ich das, was am unzufriedensten ist, außen vor. Das ist doch schon wieder so, oh Gott, ich mag da nicht drüber nachdenken. Es wird wirklich Zeit, dass die neuen Writer ins Geschäft eintreten, damit hier endlich mal was passiert. Ja, ich verstehe das Ganze auch nicht, weil eben die Good Brothers, du hast jetzt 2 Tag-Teams, die nicht wirklich zufrieden sind. Du hast die Good Brothers und du hast halt mit dem Stable Sanity auch noch welche, die unzufrieden sind. Warum pusht man die nicht einfach zum Titelgeschehen? Ich meine, verdient hätten sie es auf jeden Fall. Und ich meine, es heißt ja so schön, dass wir die Authority sind. Warum macht man dann genau das, was wir nicht sehen wollen? Wir wollen keinen Nude sehen, wir wollen auch momentan nicht die Usos sehen, auch wenn die Usos relativ gute Matches zeigen, aber du hast halt 2 Tag-Teams, die over sind wie noch was, gerade Sanity und die Good Brothers, die das viel mehr verdient hätten als Nude und Usos schon wieder. Aber ich würde mal sagen, wir machen weiter, denn danach kam die Celebration von Shane und Miz, die ja ihre Titel gewonnen haben, gab es so einen kleinen Rückblick, wie sie zusammengefunden haben bis zum Titelgewinn. Zwar relativ wenig Rückblick, weil das ja eigentlich in 3 Wochen aufgebaut wurde, aber ja, war
finde ich, ein gutes Segment. Man hat später noch den Vater von The Miz eingebaut, womit ich jetzt eigentlich nicht mitgerechnet hätte, besonders wenn man den ja schon beim Rumble gesehen hat. Aber für mich ein gutes Segment, vielleicht auch so ein bisschen zum Runterkommen von den ganzen Sachen, die man davor hatte, wo viel passiert ist, gerade auch mit Goldbrothers und Rusev und so weiter, finde ich ziemlich gut. Wie seht ihr das? Ja, das Segment war alles in allem in Ordnung und ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. War im Prinzip ein Segment zum Stärken des Hack-Teams an sich untereinander und als man dann noch die emotionale Ebene betreten hat, indem man dann wieder den Vater von The Miz eingebaut hat, der ja angeblich überhaupt nicht stolz auf seinen Sohn ist, hat man hier alles richtig gemacht, weil natürlich ist der Vater stolz auf ihn und natürlich wird er das vor abertausenden Zuschauern jetzt auch ins Mikrofon sagen. The Miz hat Pipi in den Augen, alles richtig gemacht. Ja, das Ganze hat ja dann in das Tag Team Match geführt, worüber wir ja gerade schon gesprochen haben. Aber vor dem Tag Team Match kam noch ein Backstage-Segment mit Mandy Rose und Sonya Deville. Da war so zweigeteilt, denn einerseits haben sie gesagt, sie werden im Elimination Chamber sein, wo ich mich auffrage, jetzt mal Mandy Rose Fangehabe hin und her. Aber warum haben die kein Quali-Match, aber andere schon? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Warum manche ein Aufbau-Match haben, ein Quali-Match, und die beiden nicht, sondern einfach da reingeworfen werden. Keine Ahnung, finde ich allerdings nicht ganz so gut. Ich habe da eine Vermutung. Man sagt jetzt, die zwei sind auf jeden Fall da, aber man hat ja noch ein paar Wochen Zeit. Vermute, dass da noch ein bisschen Zickenkrieg entstehen wird bis zum Elimination Chamber. Dieses, ja, warum werden die gesondert behandelt und wir nicht? Da kann man wunderbar Matches draus machen. So mal abwarten. Ja, aber sie jetzt auch dann irgendwie erst anzukündigen und dann per Storyline wieder rauszuschreiben, ich will das nicht gut finden. Wenn man hat es jetzt angekündigt, dann soll man das auch durchziehen. Mir würde auch kein anderes Team noch einfallen, ohne dass man irgendwelche zusammenwürfelt, die da reinpassen könnten. Deswegen, ja, man hätte da vielleicht ein Quali-Match machen können, wie bei Raw, wo man halt dann Dana Brooke und Natalya zusammengewürfelt hat. Aber so hättest du wenigstens sie gewinnen lassen können. Hast du jetzt hier nicht gemacht, finde ich ein bisschen schade, verschwendetes Potenzial. Aber ja, danach ging es dem. Oh, Michi will noch was sagen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch ein Match geplant war, dass Naomi mit Lana gegen die beiden antreten sollte, aber da ja Lana die Verletzung erlitten hat, dass sie dann sich automatisch für das Match qualifiziert haben. Wäre auch nicht so abwegig, könnte ich mir auch vorstellen, aber da muss man dann halt schauen, wie es in der Runde weitergeht, wie Daniel auch schon gesagt hat. Aber das war ja auch nicht das Einzige, was sie in der Promo angesprochen hat. Sie hat auch angesprochen mit der ganzen Naomi-Sache, warum sie das alles macht, und da hat sie halt dann so zu Tough Enough zurückgeführt, wie sie sozusagen von Naomi gemobbt wurde und sich jetzt an ihr rächen wollen würde. Dass ich nicht so ein sonderlich großer Fan von Tough Enough war, denke ich, ist nicht gerade eine große Überraschung. Aber ich finde, so hat man es gut erklärt. Muss man auch wieder sehen, was man daraus noch macht. Aber Naomi gegen Mandy Rose finde ich an sich eine gut aufgebaute Fehde. Da muss man halt wirklich nur mehr draus machen, dass man da am Ende auch wirklich Spaß an den Matches hat und nicht so ein Match hat wie vorletzte Woche, wo es dann nach dem Wurf an den Ringpfosten schon vorbei war. Ja, und dann kommen wir schon zum angesprochenen Segment von Daniel mit Daniel Bryan und seinem vegan Ding mit dem neuen Titel, den er da vorgeführt hat. Ja, was Korrektur, sagt denn der Daniel dazu? Korrektur. Jetzt hast du nämlich das Tag Team Match abgelassen. Das haben wir ja schon angesprochen. Wolltest du da nicht weiter drauf eingehen? Ja, wolltest du noch was dazu sagen? Ja, schon auch ein bisschen über das Match. Also ich fand das Match an sich echt gut, weil von der Ansetzung der Teams abgesehen, aber wenn man gerade gesehen hat, was die einzelnen Teams so zeigen durften, war ich relativ überrascht tatsächlich, weil waren echt Spots bei, die hätte ich diversen Teams nicht zugetraut. Gut, das Ergebnis haben wir gerade drüber diskutiert, fragwürdig, zumal man ja wirklich auch mal jemand Neues mit im Spiel hatte. Hätte man besser nutzen können, gerade weil das Match an sich echt war. Schade drum, ich bin durch. Ja, das Match fand auch ich ziemlich in Ordnung. Es war, alle durften zeigen, was sie konnten. Man hat als Ringdebüt von Heavy Machinery bei SmackDown konnten die viel zeigen, haben auf sich aufmerksam gemacht. Die anderen Teams auch, naja, New Day, man kennt so die Offensive, mittlerweile wird langsam ein bisschen langweilig. Bei den Usos kommt auch immer nur das Gleiche, aber insgesamt war das Match doch ziemlich gut. Ja, das mit dem Match sehe ich genauso wie ihr. Finde halt schade, dass Heavy Machinery gleich als zweites
eliminiert wurden. Sie hätten vielleicht auch als vorletztes, also als letztes eliminiert werden können oder halt eben auch gewinnen können. Und in dieser Tatsache, dass sie jetzt in diesem Match standen, scheinen sie jetzt ja auch bei SmackDown gelandet zu sein. Endgültig. Na, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob sie schon bei SmackDown gelandet sind oder nicht. Ich glaube, das wird sich noch ein bisschen herauszögern, weil vielleicht bringt man sowas ja auch mit den Raw Tag Team Championships und dann sind die da auch drin. Das weiß man natürlich nicht. Da muss man halt dann auch hier wieder schauen, was in den nächsten Wochen passiert. Aber auch von meiner Seite ein relativ gutes Match. Ich zum Beispiel fand es ziemlich gut, dass man hier Heavy Machine Renewal pinnen lassen hat nach dem Compactor. Hat man, denke ich, gut gemacht. Bin ich auch froh darüber, dass sie wenigstens einen eliminieren durften, weil ich kenne es von der WWE, dass auch solche neuen Teams mal niemanden eliminiert haben. Deswegen fand ich das schon mal ziemlich gut. Dass man dann Heavy Machinery direkt gegen Bar rausfliegen lassen hat, finde ich auch schade. Aber alles in allem war das, finde ich, ein ziemlich gutes Match. Und ja, mehr kann ich dazu dann auch nicht mehr sagen. Okay, dann beantworte ich dir jetzt deine Frage, was ich zu diesem Segment sage. Lass es mich so beginnen. Daniel, darf ich dir eine Frage stellen? Hast du eigentlich irgendwas von deinem Titel geraucht? Bester Satz dieses ganzen Segmentes. Worauf will ich hinaus? Wir hatten einen Daniel Bryan im Ring, der den Championship als unnötig, ungesund und sowieso nicht umweltfreundlich betitelt hat. Und das wäre ja ein Symbol der Schande und keine Ahnung, Ende vom Lied ist, er schmeißt den originalen Titel in den Müll. Hatten wir ja schon mal bei den Frauen, ne? Plötzlich taucht Eric Rowan auf, hat einen Rucksack. Jeder fragt sich, was ist in dem Rucksack? Gut, die Vermutung, dass ein anderer Titel drin war, war relativ deutlich und relativ schnell gegeben. Und wir sollten recht behalten, es war ein anderer Titel drin. Ein biologisch ordentlicher Titel, zumindest wenn man Daniel Bryan glauben darf. Denn die Plate war aus Holz und der Rest des Gürtels aus Hanf. Das wiederum führt mich zu dem Satz, womit ich das begonnen habe. Während seiner Promo kommt AJ Styles nach draußen und fragt eben genau das, den lieben Daniel, ob er seinen Titel schon mal angefangen hätte zu rauchen. Sau geil. Ich bin so gespannt, was sie mit dem Titel machen. Ich meine, klar, der neue Titel ist ein Zeichen dafür, dass Daniel den Titel eben noch ein bisschen länger behalten wird. Das dann so ein bisschen blöd, dass man das damit schon verraten hat. Und das ganze Segment war einfach nur mega lustig. Also das Segment fand ich ziemlich lustig. Das stimmt. Im anderen finde ich es aber, dass mir das Gerede von Daniel Bryan da so ein bisschen erinnert mich das an ein Stable von vor 10 Jahren oder so. Nämlich an die Straight Edge Society. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ob man sich wirklich so ein bisschen daran annähert oder was man da macht. Auf jeden Fall war das Segment doch ziemlich gut. Um dann nochmal kurz auf das zurückzukommen, was Daniel gesagt hat. Ich glaube nämlich nicht, dass Daniel Bryan noch länger den Titel halten wird. Man hat jetzt ja nach dem ganzen Segment, was ich auch ziemlich gut fand, sind da noch mehrere rausgekommen und haben so ziemlich viel argumentiert, wo ich auch wieder sagen muss, ist Randy Orton jetzt Face oder Heel? Da bin ich noch nicht wirklich schlau draus geworden, aber Triple H hat ein Elimination Chamber mit angekündigt, wo alle 6 Leute drin sind, die in dem Ring standen. Und ob da Daniel Bryan den Titel verteidigen wird oder nicht, das denke ich irgendwie nicht. Weil man hat jetzt hier ein Six-Man-Match, wenn man Daniel Bryan da irgendwie gewinnen lässt, okay, man könnte ihn erst letzte reinlassen und ihn dann gewinnen lassen, aber irgendwie denke ich das nicht. Ja, wir werden sehen, wer da Champion wird oder ob Daniel Bryan den Titel behält. Ist nur, ich fand das ganze Segment auch zum Schluss wirklich gut, wo die ganzen Leute reinkamen. AJ Styles, Mustafa Ali, Samoa Joe, es fand ich alles gut. Und dann kam die Musik. Und dann kam Randy Boring Orton. Juhu! Ja. Was will Randy Orton jetzt schon wieder in einem WWE-Titelmatch? Was will man mit ihm wieder in einem Titelmatch? Was will man mit ihm wieder in so hohen Ranking? Keine Ahnung, was macht man? Warum ist er so hoch in der Region? Na Gott, das nervt mich. Ich möchte ihn einfach nicht mehr sehen. Um dich vielleicht da ein bisschen zu beruhigen, aber ich glaube auch nicht, dass ein Randy Orton den Titel gewinnen wird. Ja, das glaube ich auch nicht. Aber egal. Du hast andere gute Wrestler. Du musst nicht einen Randy Orton, der seit 4 oder 5 Jahren nur noch 3 Aktionen zeigt, direkt wieder in ein Titelmatch stecken. Ja, ob er gewinnt oder nicht, ist der Spot etwas verschenkt. Ja, den Spot hat man wirklich verschenkt. Und da bin ich auch gespannt, wie man das Ganze aufbaut. Aber
im Allgemeinen kann ich dir wirklich auch recht geben, einen Randy Orton da jetzt drin zu haben, nicht so gut. Besonders, weil wir ja die Befürchtung schon hatten, dass er vielleicht den Rumble sogar gewinnen könnte. Und jetzt hat er trotzdem, dass er den Rumble nicht gewonnen hat, ein Titelmatch, das, keine Ahnung, irgendwie hat sich die Befürchtung, die wir hatten, schon ein bisschen bewahrheitet. Ist schon ein bisschen gruselig irgendwie. Und ich erinnere mich da gerade an etwas, was ich gelesen habe, dass das Match doch bei WrestleMania AJ Styles gegen Randy Orton heißen soll, um den Titel. Und jetzt haben wir sowohl AJ Styles als auch Randy Orton in dem Titelmatch bei Elimination Chamber. Okay, wenn Styles den Titel gewinnt, indem er Randy Orton als letztes pinnt, okay, kann man bringen. Aber erstens will ich das Match nicht sehen. Nicht, weil ich AJ Styles nicht mag, sondern einfach, weil ich Orton überhaupt nicht mehr sehen will. Oder man bringt es zur anderen Sache und Randy Orton gewinnt wirklich den Titel. Und dann kriege ich einen Anfall. Naja, hoffentlich wird's nicht so. Hoffentlich sehe ich einfach nur schwarz. Ja, hoffentlich irre ich mich. Ich male ja ungern den Teufel an die Wand, aber ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Weil wenn Randy Orton den Titel gewinnt, habe ich folgendes Szenario im Kopf. Die WWE verwertet ja gerade gerne alte Sachen. Stellt euch folgendes Szenario vor. Randy Orton gewinnt seinen Titel, wir bekommen den Originaltitel zurück und du siehst eine Woche, also die Folge drauf in der SmackDown-Ausgabe, Randy Orton diesen Hanfgürtel einfach nur in Brand. Genau das male ich mir gerade aus. Ja, Bitte rede. Das ist meiner Meinung nach eigentlich gar nicht so abwegig, weil man kennt Randy Orton jetzt nur gerne Sachen an und ich meine, dann hast du wieder die Bestätigung, dass er Heel ist. Und ich bin momentan ehrlich nicht am, ich weiß momentan echt nicht, ob der Heel oder Face ist. Ja, ob er Heel oder Face ist, weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich glaube, wir werden es noch früh genug erfahren. Naja, aber das Szenario wäre gar nicht mal so schlecht. Das wäre unterhaltsam, wenn man es machen würde, wie Daniel so schön sagt da. Aber ich will Randy Orton trotzdem nicht als Champion sehen. Frage, die ich mir halt stelle, ist aktuell mal davon ab, dass ich Randy Orton auch nicht länger brauche als notwendig. Aber wen hast du denn noch, der im Moment neben den sowieso schon sehr aktiven Akteuren in der ganzen Geschichte, wenn du jetzt noch ins Titelgeschehen reinwerfen kannst, obwohl du ihn vorher nicht schon kaputt gemacht hast, bevor jetzt wieder irgendwer kommt mit Samoa Joe. Samoa Joe fällt aus wegen, haben sie vorher schon kaputt gebuckt. Überraschungs-Comeback von Kevin Owens? Ja, hätte man bringen können. Oder Sami Zayn vielleicht Überraschungs-Comeback. Ja, Berner Wechsel zu SmackDown? Ja, könnte man alles bringen. Und ja, du hast ja recht, wer soll da den Titel anders gewinnen, der nicht kaputt gebuckt wurde? Mustafa Ali hat gegen Joe verloren. Joe wurde kaputt gebuckt, also sind quasi beide kaputt gebuckt. Ja, stimmt schon. Dann hast du noch AJ Styles. Okay, ja, der war sehr, sehr lange Champion. Möchte ich im Moment auch nicht als Champion sehen, weil es dann einfach too much wäre. Dann hast du den jetzigen Champion, Daniel Bryan. Okay, ja. Und dann hast du Randy Orton, den, glaube ich, niemand als Champion sehen will. Und ja, wer bleibt war der noch, letzte? Bleibt noch Jeff Hardy. Ach ja, Jeff Hardy, ja. Hat man in letzter Zeit auch nicht allzu viel von gesehen, von Jeff Hardy. Ich glaube nicht, dass er den Titel gewinnen wird. Naja, aber trotzdem würde ich es irgendwie feiern. Ich war schon immer ein Jeff Hardy-Fan. Ich würde es irgendwie feiern, wenn er nochmal einen World-Title gewinnen würde. Aber das käme jetzt auch so ziemlich aus dem Nichts und glaube nicht, dass es passieren wird. Also von denen, die er jetzt aufgezählt hat, kann ich als einziges unterschreiben, tatsächlich Jeff Hardy. Ich weiß, besonders du, Luki, du bist ein Riesenfan von Kevin Owens. Auch Sami Zayn ist nicht ganz verkehrt. Sehe ich auch für zukünftige Titelgeschichten. Das Problem ist nur, du kannst jetzt akut nicht erklären, wo der Zusammenhang ist. Wenn die jetzt zurückkommen, mit welchem Recht haben die Titelshots verdient? Gar nicht. So, das müsstest du erst aufbauen. Dann können wir darüber... Dann hab ich aber eine Gegenfrage. Mit welchem Recht hat denn jetzt zum Beispiel Mustafa Ali schon eine Titelchance? Mit welchem Recht steht Samoa Joe in dem Match, der kaputt gebuckt wurde? Mit welchem Recht ist Randy Orton in dem Match, obwohl der im Rumble von einer Frau vermöbelt wurde? Ja, aber da hast du wenigstens Bezüge zu den zum aktuellen Champion. So, das ist das Problem. Du kannst ja nicht jemanden, der eigentlich gar nicht in den Shows ist und der ja, wo ja beide noch Fädenlines offen haben von vor ihrer Verletzung, jetzt plötzlich mit einem Titelmatch komplett aus der anderen Show belohnen, das geht nicht. Ja, das war jetzt auch nur so Gedenke, weil Kevin Owens hat ja auch eigentlich, ist er ja von SmackDown verbannt. Von dem her, es wäre eine Möglichkeit gewesen, aber die wahrscheinlich eh nicht passieren wird. Ja, und das muss man dann halt auch erst vorbereiten. Ich hätte nichts dagegen, Gottes Willen. Kevin Owens als WWE-Champion bin ich voll dafür.
aber dann baut es bitte vernünftig auf. So, dann ist eben genau das Problem, du hast nur noch Jeff Hardy und oder Leute, die sie für Titelruns meines Erachtens schon kaputt gemacht haben. Man hätte ja einen Almas reinpushen können. Man hätte ja einen Rey Mysterio da irgendwie reinbringen können. Ja, das hätte man machen können. Hätte ich auch gefeiert, aber hätte. Reden wir da nicht so viel um den heißen Brei hier herum. Es ist ziemlich gut gewesen, das Segment. Das Match wird bestimmt auch nicht allzu schlecht werden. Und dann haben wir doch jetzt eigentlich alles gesagt, oder? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu NXT rüber. Denn das war, wenn auch nur eine kurze Folge mit relativ viel Rückblick, war es meiner Meinung nach auch wieder eine gute Ausgabe von NXT. Man hatte im Opener das Match Kairi Sane und Io Shirai gegen Marina Shafir und Jasmine Duke, was Kairi Sane und Io Shirai nach dem Insane Elbow gewonnen haben. Auch hier wieder starkes Match, ist man ja von NXT gewohnt. Die Richtigen haben gewonnen, auch wenn das Match ziemlich kurz war. Finde ich auch ziemlich schade, dass man nach Takeover relativ viel Rückblick macht, was eigentlich ja irgendwie auch vorherzusehen ist. Aber so ein 10-Minuten-Match oder 15-Minuten-Match hätte es auch getan. Ja, das stimmt. Wäre besser gewesen, hätte man ihnen mehr Zeit gegeben. Aber so war das Match ziemlich in Ordnung. Io Shirai wieder mit ihrem absolut kranken Suicide Dive. Weiß auch nicht, wo die Ideen immer herholt. Das kann auch mal richtig ins Auge gehen. Aber sieht immer gut aus. Haben gezeigt, was sie können. Ja, die werden gut aufgebaut. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Vermute tatsächlich, dass die Matchlänge einfach auch daher rührt. Einerseits, dass man eben weiß, es ist eine Rückblickfolge. Und andererseits auch ein bisschen, dass man auf die Verletzung von Jasmine Duke geachtet hat. Weil mit so einer gebrochenen Nase ist halt immer schwierig. Ja, das ist wahr, aber man hätte trotzdem vielleicht ein paar Minuten noch rauszögern können. Man muss sie ja nicht irgendwie länger in den Ring stecken. Aber es war trotzdem ein sehr starkes Match, ein guter Opener vor allem, auch wenn halt, wie gesagt, relativ viel Rückblick. Denn nach dem Match ging es mit weiteren Rückblicken weiter. Man hatte das North American Championship Match und das NXT Women's Titel Match und so weiter als Rückblick. Relativ viel Input auf einmal. Vielleicht hätte man da noch das Match dazwischen packen können. Auch wenn man dann im Main Event noch das letzte Match hatte mit den Forgotten Sons gegen die Street Profits, was auch die Forgotten Sons gewonnen haben. Auch hier starkes Match, ziemlich kurz. Aber ich finde, jeder durfte das zeigen, was er kann. Und dann ist man am Ende, denke ich, auch zufrieden. Ja, das war ein ziemlich starkes Match. Eins muss ich kritisieren, das war das Ring-Outfit der Street Profits. Das sah beim Montez Ford vielleicht noch ganz in Ordnung aus, auch wenn ich es ziemlich lächerlich fand. Aber bei Angelo Dawkins, aua, das tat weh. So, es sah echt schrecklich aus. Naja, ansonsten Wesley Blake noch mit einem schönen Suicide Dive aus dem Nichts. Schöner Spot in dem Match. Naja, und Montez Ford mit einem Topi Con Hilo quer über die Seile. Wow. Einfach nur wow. Wo nimmt der diese Sprungkraft her, dieser junge Mann? Wie kann der so hoch springen? Der stand ja noch 20 Zentimeter über den Seilen oder so in der Luft. Das war ja unglaublich. Ja, die Forgotten Sons, das ist so Tag-Team-mäßig das, was ich mir mal wieder in der Main-Show wünschen würde. Endlich mal wieder eine Gruppierung oder auch nur ein Tag-Team, was tatsächlich einfach nur gezielt für Chaos sorgt. Du hast zwar, wie gesagt, so nette Leute wie die Authors of Pain, gerade die Hälfte verletzt ist, aber ja, die verkörpern einfach das Heel-Team schlechthin. Bei den Forgotten Sons bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich nur Heel ist oder ob die nicht auch eher so als Tweener zu betrachten sind, die keiner zuordnen kann. Denn ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man die in die Main-Shows setzt, die sich auch gerne mal über ihre eigenen Regeln hinwegsetzen und du erlebst dann so einfach nur Eingriffe in jedwedes Titelmatch, was sie in die Finger kriegen, würde ich hart feiern. Und dieses Ring auf den Street Profits. Alter, gerade bei Angelo Dawkins, ich hatte das Gefühl, da wird manche Frau neidisch, so viel Titte hat bei dem da oben rausgeguckt. Alter, warum? Gerade mit Tag Teams, wo du relativ viel Chaos stiften kannst, da hast du ja eigentlich schon eins, was ja nicht gezeigt wird, was keine TV-Zeit bekommt mit Sanity, die kannst du ja auch Richtung Chaos aufbauen. Da hast du im Main Roster schon Möglichkeiten. Deswegen hoffe ich, dass man jetzt die Forgotten Sons auch wirklich ziemlich lange unten lässt. Denn wenn du die hochbringst und sie da
irgendwie dann Chaos stiften sollen. Ich hätte irgendwie Angst, dass das dasselbe passiert wie mit Sanity. Ja, okay, Sanity habe ich auf dem Bogen etwas außen vor gelassen. Da muss ich dir tatsächlich recht geben. Wobei ich mir tatsächlich auch für längerfristig natürlich vorstellen könnte, dass das eine geile erste Matchpaarung wäre, die man auch über längere Gehzeiten, wollte ich schon sagen, längere Zeiten ziehen kann. Weil dann könnte man sagen, okay, wir streiten uns jetzt darum, wer macht jetzt hier wirklich das Chaos-Team und wer nicht. Aber du hast recht, wir haben in den Main-Shows theoretisch so ein Team, also kann man die Forgotten Sons auch gerne noch ein bisschen bei NXT lassen, dann haben wir das da nämlich auch. Dann sind alle Shows abgedeckt, ich bin glücklich, hast du vollkommen recht. Ja, dann würde ich sagen, war es auch schon von dem heutigen Podcast, denn NXT war ja nicht so lange, was ich, wie gesagt, schade finde. Aber dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Könnt ja gerne einen Kommentar schreiben auf Soundcloud oder auch YouTube. Würde uns persönlich ziemlich freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja, ich verabschiede mich dann auch. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß, uns zuzuhören. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, ja, YouTube, Soundcloud, schreibt einfach Kommentare. Auch ich verabschiede mich von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt auch dieses Mal Spaß beim Hören des Podcasts. Ihr könnt gerne eure Meinung unter die Kommentare schreiben, könnt uns gerne folgen. Habt ihr noch kein Abo hinterlassen, könnt ihr gerne ein Abo hinterlassen. Und dann sage ich von meiner Seite auch viel Spaß beim Anhören. Tschüss. So, und ich bin wieder der Arsch, der dafür sorgt, dass die Jungs noch ein bisschen länger hier sitzen müssen, weil ich verabschiede mich noch nicht. Aus zwei Gründen. Erstens, nächste Woche gibt's definitiv auch mal wieder ein paar Infos zu AEW, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst, denn am Dienstag gibt es die nächste Ausstrahlung auf YouTube und ich glaube, da wird dann auch offiziell der Vorverkauf für Double or Nothing gestartet. Also können wir da dann im nächsten Podcast auch ein bisschen was zu berichten. Und eine Sache, über die wir Podcaster uns selber nicht einigen können, übergebe ich jetzt einfach mal an euch. Wenn ihr nämlich Bock habt, würden wir nämlich auch NXT UK mit ins Programm aufnehmen, weil das gucken einige von uns sowieso schon regelmäßig. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann schreibt das doch gerne mit in die Kommentare, schreibt uns eine Nachricht, dann würden wir das nämlich noch ins Konzept mit aufnehmen. Weil ob wir jetzt eine halbe Stunde länger quatschen oder nicht, macht dann auch keinen Unterschied mehr für uns. Und ja, jetzt bin ich dann soweit fertig. Wenn euch das alles gefallen hat, wenn ihr unser Gequatsche ertragen könnt, dann schreibt gerne Kommentare, lasst Abos überall da, wo es möglich ist. Und wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit der Raw-Folge, wo ich ja schon gesagt habe, dass auch Stephanie da sein wird, weil sie Becky angekündigt hat. Aber bis dahin, macht es gut und auf Wiedergehören. We'll be right back.